Das war aber schnell leer getrunken. Na ja, gut, da war aber auch nicht viel drin, ne? War aber auch nicht viel drin. So, vergeben wir hier mal noch eine Rolle. Machen wir dies und das. Zack, boom. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen. Yes, boy. Es ist Freitagabend. Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Willkommen, meine lieben Freunde. Heute stream ein bisschen später als sonst. Auf ganz entspannt. Auf ganz entspannt. Ist mein Stream eigentlich an? Ja, doch ist er. Doch, schaut gut aus. War gerade kurze. Ich dachte schon, dass ja. Wer lost. Lost in Space. Oh, wenn ich an Space denke, denke ich an Star Wars. Wenn ich an Star Wars denke, denke ich an Zocken. Und ich habe richtig Bock. 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 Wer hat auch Bock? Ah ja, schöne Stream-Benachrichtigung. So lobe ich mir das. Mashallah. Wunderschön. Glurak! Servus! Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. So, sei mir nicht böse, aber ich laufe mal schnell nochmal kurz los und hol mir was zu trinken. Bin gleich wieder da. Noch mal kurz im Lurk. Ganz gut. Alright. Gar kein Problem. So, ich habe mir eine volle Flasche Flummi geholt. Flummi, beste. Ah, schee. Oh, Junge, es ist kalt. Vom Balkon. Wir haben safe Minus gerade. So kalt, wie das ist. Wetter? Minus 1, minus 2. Und es werden noch minus 4. Alter Schwede. Minus 4 Grad draußen in der Nacht. Kein Wunder, dass der Flummi oder die Cola so kalt ist. Damn. So, jetzt gucken wir mal, wer ist online. Dani müsste online sein. Im Normalfall. Der Boy wollte nämlich streamen, glaube ich. Ah, da ist er noch. Valorant. Ich schreibe ihm mal auf WhatsApp oder im Stream. Oh, ich schreibe ihm mal. Auf WhatsApp. Mm.
Wir haben heute übrigens Burger gegessen, war sehr lecker. Lecker Schmecker. Beste. Eine Kimi bringt mir ja auch gleich noch was zu trinken. Das wird auch sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Da bin ich jetzt heiß drauf, auf dieses Getränk. Also nicht das, sondern ein anderes. Definitiv ein anderes. So, was ich jetzt noch mal kurz nachschauen wollte. Google.de. Royalty Free Music. Ah ja, naja, das muss ich dann mal wann anders suchen. Valorant. Probleme mit dem Netzwerk. Google jetzt mal. Ah, ja, genau. Scheint Standard bei Valorant zu sein, diese Verbindungsprobleme. Very interesting, very interesting. So, was machen wir denn heute außer Star Wars spielen? Was steht auf dem Plan? Ich bin irgendwie komplett planlos, was wir dann spielen wollen sollen. Lasst uns mal kurz nachdenken. Wir haben noch Genshin Impact. Dann haben wir noch Cyberpunk, haben wir noch nie im Stream gespielt. Werde ich auch wahrscheinlich nicht. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Star Wars. Temtem. Among Us, sehr gut. Marbles on Stream. Ja. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Wir chillen jetzt gleich in Star Wars. Star Wars Beste. Na gut, dann machen wir das mal. Oh, ich höre die Kimi. Ich höre die Kimi. Dankeschön. Das Freitagsgetränk, Leute. Prost!
Maschallah. Gute Liese. So, schieben wir mal den Chat darüber, schieben wir das darüber. Mhm. So, dann müssen wir Epic Games starten für Star Wars. Ach, schön, schön, schön. Exklusiv vorbestellen, Hitman 3. Nee, danke. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit Hitman. Galactic Civilizations kommt demnächst. Naja. Back for Blood, da habe ich Bock drauf. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber... Das will ich mir auf jeden Fall holen. Back for Blood. Ja, Mann. Das wird ein gutes Spiel. Da habe ich Bock drauf. Blood Ultimate Edition enthält das Basisspiel, Skinpack, 4 Charaktere, Kampfbewehr, zusätzlich digitale Gegenstände im Spiel und einen Jahrespass mit 3 zukünftigen Inhalten zum Herunterladen und mehr. Nicht schlecht. Ja gut, starten wir mal Star Wars. Du musst das Ganze nochmal einstellen gleich. Star Wars Battlefront 2. So, PC Gaming, let's go. So einmal und dann so einmal. Das schaut gut aus. Huch, was ist da jetzt passiert? Das ist auf jeden Fall nicht richtig. So. Home. Du bist offline. Mal auf Verbinden drücken. Achso, stell mal da, glaube ich, mal auf Star Wars um. Achso, und die Hintergrundmusik kann man ja natürlich auch ausmachen. So, jetzt sind wir online. Und wir haben eine ungeöffnete Kiste direkt. Maschallah, direkt mal in die Hex rein. Na, was kriegen wir da? Wir machen das gemeinsam. Eine neue Waffe. Oh, das ist cool. Das ist natürlich legit cool. Verkleide dich als Skiff-Wache. Teile der Reihe 5 Minuten lang als Offizier spielen. Let's go. Können wir da jetzt einfach hier die Waffe noch ändern? Ah ja, zu spät. Alles klar. Kein Problem. So, ich muss mal kurz an meinen Audio-Settings nochmal was ändern. So,
Das ist schon besser. Wir gehen direkt rein mit einem Kill. Und direkt noch einen. Mashallah. Direkt durchstarten. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Hab einen. Und den zweiten, da kommt noch ein dritter. Wer ist er denn? Naja, wir sparen noch. Wir sparen noch. So geht es. Naja, legt euch nicht mit mir an. Oh Junge. Die taktische Lage wurde aktualisiert. Sichert diese Kommandoposten. Auf sie. Wow. Woher? Da hinten. Komm, F. Ja, Mashallah, Mashallah, Mashallah. Was geht hier von der Seite? Da geht's auch ab. Au, au, au. Oh, shit. Es geht ab. Es geht so ab hier. Mashallah. Ein feindlicher Kommandeur ist im Einsatzgebiet. Die zweite Angriffsphase war erfolgreich. Oh shit, ich darf da noch nicht rein. Automatikgeschütz bereit. Jetzt können wir hier rein. Au. Autsch. Alter Schwede, ich habe ja richtig viel Punkte gemacht. Ja, ich würde gerne den, den, den oder den spielen. Oh ja, so geht das doch. Geil. Ich habe gewartet.
Ja! Ja! Für mich! Ja! Wie schnell haben die mich geholt? Egal, ich hab nochmal Hit Points. Ich warte einfach. Lol. Endlich bekommen wir uns. Das ging aber schnell und gut. Als ob Chewbacca mich immer holt, ey. Verfügbar in 4, 3, 2, 1. Nice. Kann ich einfach direkt nochmal spielen. Maschallah. Ich hab Chewbacca. Auf sie! Meilenstein erreicht. Oh Junge. Als ob. Pia, ey, ich wollte mitspielen, bitte. Ja, ja. Kommen Sie, kommen Sie. Ich mache die Runde noch schnell zu Ende, ja? Oder sind Sie sofort da? Von mir aus können Sie auch sofort mitspielen. Oder brauchen Sie noch 2, 3 Minuten? Wolleck, wolleck. Ja, Mann. Wie
Nice. Geht richtig ab, ey. Nein! Dann kommt gleich der. Oh, Leckers gehen da ab. So, Pia, ich geh schon mal in Discord rein. Hier, achso, Schlafecke. Hallo. Hallo. Das sind sie ja. Ich wollte gerade schreiben, Sperwin. Ja. Kommen Sie in Discord. Ich bin doch in Discord. Ja, guten Tag. Ich mitspiele. Ja, ja. Soll ich rausgehen oder? Na, nicht stressen. Ah, okay, okay. Alles gut, alles gut. Nicht stressen. Ich, auf ganz ich entspannt. Noch trinken Sprite. Oh, ich auch trinken Sprite mit anderen Getränken zusammen. Ich nicht haben andere Getränke. Wobei, oh. Ich gleich wieder da sein. Ja, ja, ja. Geben Sie mir 5 Minuten. Ja, ja, ja. Alter, hier geht's ja ab, ey. Boah, leck, ey. Das war ein heftiges Fight hier. Die spielen wir gleich nochmal. Jay, ich war nur am Lurken sein. Mashallah. Mashallah. Das ist in Ordnung. No Stresserino. Oh shit. Lurken. Also, ich bin offline, weil irgendwie meint Star Wars zu viele Leute, die gerade spielen, können nicht verbinden. Ja, aber ich mein Star Wars war irgendwie einfach auch offline. Ich musste auf Verbinden drücken. Ja, aber da kommt ein Fehlercode. Ach, lol, bei mir nicht. Fehlercode 623. Aua. Alter, die Runde ist richtig intens. Ein paar Minütchen warten, bevor ich es nochmal probiere. Yes. Der Kopfgeldjäger Boss hat unsere Truppen angeschlossen. Kannst du?
Der Burger schmeckt halt auch einfach kalt gut, ne? Ja, Mann. Niederlage, hä? Wir waren doch voll am Eskalieren. Sie haben verkackt. Das verstehe ich jetzt legiterweise irgendwie echt nicht. Okay, hä? Ich bin Vierter? Hä? Da stand Niederlage? Ja, aus deinem Team bist du Vierter. Ah, okay, dann so, beenden. Sudale, Sudale, dann laden wir mal hier. Schauen wir mal, dass die Pia online kommt und dann laden wir sie ein. Wird gerade irgendwie nichts. Das wird schon. Dauert vielleicht nur kurz. Alle deine Fähigkeiten haben kürzere Ladezeit. Oh, das klingt doch. Das klingt doch super. Das nehme ich mit. Was ist das? Eine verbesserte Version des Blaster-Geschützes mit mehr Gesundheit und kürzerer Ladezeit. Erneut aktivieren Selbstzerstörung. Ja, ich mag das Geschütz überhaupt nicht. Erwin, so was? Ich benutze dieses Geschütz nicht. Ja, das ist voll kacke. Kann man das alles ausrüsten? Ja, cool. Nee, du kannst nur 3 ausrüsten. Ja, ich habe ja 3. Siegerposen habe ich, die neue. Ja, Leute. Die ist cool, ausrüsten. So. Du bist online bei mir. Lol. Ich lade dich einfach mal ein. Ja, okay. Ich bin halt einfach offline bei mir. Ich kann dir nicht beitreten. Starte mal das Spiel neu. Oder hast du schon? Hab ich schon. Okay. Immer nochmal. Princess Dad hat aufgehört zu spielen. Ah, alles klar. Ich mag nicht mehr. Ich finde das Spiel halt so gut, ne? Ich kann gerade nicht nachvollziehen, warum das nicht einfach jeder spielt. Weil nicht jeder Star Wars mag. Naja, Star Wars mögen hin oder her. Das ist einfach voll das geile Schlachtspiel, so, I don't know. Es ist alles, so ein bisschen alles dabei, so ein bisschen. Vor allem ist es ja nicht First Person, sondern Third Person. Das macht das Ganze so ein bisschen entspannter. Obwohl es so voll die heftige Schlacht ist. Vor allem ist, ich finde auch, dadurch, dass es so viele Spieler sind, fühlt es sich wie so eine heftige Massenschlacht an, die tatsächlich sehr wild ist. Ja, ich kann mich nicht verbinden. Das ist ja strange. Das nervt mich dann aber wieder. Sowas, wo ich mir denke... Really? Kann Darth Vader anpassen. Ui. Das ist eine Siegerpose. Oh, du hast mehr. Oh, die ist cool. Ausrüsten. Nee, kannst du bitte dunkler Lord Sith nehmen? Sith? Ja, echt. Der ist viel lustiger. Hallo, der steht da einfach da und guckt dich an. Der ist Disrespect Move 2000. So, diesen hier? Ja. Einfach nur so, Bitch, please. Ja, hier habe ich keine Karten, das ist schade. Und spielen sie eigentlich Genshin weiter? Wann? Ja. Ich habe tatsächlich überlegt, heute zu zocken, aber dann ist es ja zu spät geworden und ich werde jetzt ein paar Stunden Star Wars reinballern und wahrscheinlich morgen Genshin weiterspielen. Ja. Das habe ich mir heute schon gedacht. Vielleicht noch ein bisschen Genshin ballern. Ja, ich würde gerne mit jemandem zusammenspielen, aber ich muss erst dieses Level erreichen, um mit jemandem zusammenspielen zu können. Das ist so. Ich könnte schon. Ja, oh. Du bist offline, das regt mich jetzt halt schon ein bisschen auf. Junge, bringt eure fucking Server in. Ja. Vielleicht versuch mal Epic Games und dieses orangene Dings. Achso, okay. Origin. Das ist blöd. Was nochmal? Kann ich mit meinen Punkten bald machen? Oh, cool. Ich kann bald Sound Alerts machen. Oder gib deinem Haustier Leckerchen. Ein Leckerchen. Nice. Ich kann Bailey dick machen. Okay. Nice. Oder ich kann mir ein Timeout für einen gewissen Menschen kaufen. Okay. Das wäre fies. Der ist gar nicht da. Wieso soll ich einen Timeout, wenn er nicht da ist? Timeout.
Och Mann, wieso ist denn das jetzt hier offline? Es kann doch nicht sein. Ja. Es kann doch nicht sein. Ja, anscheinend ja doch. Oh je, Mini. Oh je, Mini, oh je, Mini. Ach ja. Das ist mein erster Tag, nachdem ich irgendwie eine Woche lang am Stück gestreamt habe, dass ich so spät online bin einfach. Nubis, oi, servus Nubis. Noob 1S, servus. Noob 1S. Einen wunderschönen guten Abend. Der Netflix-Suchti, ja. Oder auch Serien-Junkie genannt. Man weiß es nicht, man weiß. Maul, hello, Maul. Du meinst wohl eher den hier, warte. Weißt du, was ich übelst gerne hätte? Darf Maul. Eine Schlange als Haustier. Ja, du bist kein Problem. Ich kann ihn upgraden. Ich weiß, was du meinst. Was? Ja, weil er Maul schreibt. Ich will eine Schlange haben als Haustier. Welche Pose? Die sind voll cool. Okay, wild. Ich finde das voll die faszinierenden Tiere. So. Yoda. Yoda ist voll putzig. Der ist echt sweet. Kapuze. Ja! Großmeister und Kapuze. Ja, die Kapuze habe ich nicht. Doch, doch, die Kapuze habe ich. Aber ich mache ohne. Ist cooler. Warum willst du eine Schlange? Ja? Was? Weil Schlangen voll die coolen Tiere sind. Ach so, das meinst du. Hast du schon mal Schlangen angeguckt? Die sind voll cool. Voll cool. Ich kenne so eine Ball Python. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich würde mir, ich würde mir schon eine Schlange zulegen, ne? Also wenn ich Reptilien mögen würde. Beziehungsweise, ich finde das schon alles super interessant oder so, aber ich finde, da gibt's... Ich habe schon drei Katzen. Ich... Hund oder Ente. Enten sind legit echt lustig eigentlich. Die sind voll böse. Ja, deswegen ja. So Reptilien gibt's halt sau viele und sich dann für ein Viech zu entscheiden, finde ich halt dann irgendwie so... Ja. Naja, das Ding ist, wenn ich mir eine Schlange holen würde, was ich hier gar nicht darf, würde ich eine Ball Python nehmen, weil Ball Pythons werden zwar schon eine gute Größe, aber sind als sehr, sehr lustigerweise sanfte Tiere bekannt und sind halt keine giftigen Tiere. Das sind halt Würgeschlangen, so, weißt du? Klar können die dich auch verletzen, aber sie sind halt schon cool. Und die sehen so schön aus. Surferboy! Hallo, ja, Enten sind super. Ja, yes, Enten... Enten sind schon cool, aber Enten können übelst aggressiv sein. Das Blöde mit den Viechern ist, also ich folge tatsächlich einen auf Instagram, der eine Gans hat. Das ist geil. Ja, das Ding ist halt, er hat eine Gans als Haustier. Und das ist halt so ein bisschen kompliziert, die Dinger zu halten, weil... Ja. Du brauchst halt irgendwie so einen Teich im Garten hinten oder so. Weil sonst sind es voll die Kackviecher. Weil, was willst du denn damit? Oder halt irgendwie so ein, ja, nicht Stall, sondern eher so ein Vogel. Ja, weißt du, ich bin neben meinem Sofa heute, Bild. Wo die Höhle für die Katzen eigentlich ist. Weißt du, wo ich meine? Ja. Da würde ich voll gern so ein Reptilien Terrarium hinmachen. Das wäre schon nice. Ja. So mit so einer schönen Schlange drin. Die chillt dann da ihr Leben. Wäre schon nice. Ich sehe es doch schon wieder. Komm, da kommt schon wieder der Fehlercode. Was? Nein? Was? Bist du online? Ja. Maschallah, ich lade dich ein. Hoppala, nicht Profil ansehen.
Yay, du bist meiner Gruppe beitreten. Muss was einstellen oder können wir direkt starten? Oh, warte. Ich wollte dich muten. Naja, das kann ich auch noch machen. Das ist ein bisschen doof, dass sich das nicht merkt. Kann man nicht in der. Warte mal, Optionen, Audio. Kann man nicht. Ich hab nichts gefunden. Oh, das ist aber recht wenig. Okay, das ist echt wenig. Zum Einstellen. Na, okay. Gameplay? Hm. Okay. Okay. Na, ist tatsächlich nicht viel einzustellen. Na gut. Ja, dann starten wir einfach. Schnelles Spiel. Let's go. Be right back. Hol mir was zu essen. Let's go, let's go. Hol dir was zu essen. Sind sie eigentlich gut heimgekommen? Ja, ja. Ganz schnell, oh, easy. Genau. Zack, zack, Autobahn. Du meinst, Kim hat erstmal Turbo Power Boost angemacht. Elektrobike Kickdown. Ja, das ging ganz schnell. Keine Ahnung, 15 Minuten oder so. Rückweg war tatsächlich schneller als Hinweg. Mhm. Grüne war Welle. Eine bessere Zeit. Naja, und weniger Autos. Ja, bessere Zeit. Sag mal, wie ist das Spiel? Ich finde, es ist ein krasser Suchtfaktor. Oh, das haben wir noch nie gespielt. Oh. Okay. Oh. Ach, das ist jetzt einfach nur Raumschiffschlacht? Ja. Das habe ich noch nie gespielt. Okay. Also schon. Hab das noch nicht gesehen. Achso, noch ich warten. Ich will einen Bomber. Bomber? Ich will jetzt Bomber starten. Komm, ich mach auch Bomber. Komm, let's go. Hey, das ist das Coole bei schnellem Spiel. Da kommt immer random irgendwas. Und anscheinend gibt es auch mega viele Spielmodis. Es gibt sau viele. Nur bis sagt Müll. CALP, klar! CA! Was geht? Einen wunderschönen guten Abend, CA. Willkommen, Sonnenschein. Wie geht's? Hallo. Was kann mein Bomber eigentlich? Lol, warum sind alle VIP und ich nicht mehr Mod? Fällt mir gerade auf. Surfer, ich hab alle entmoddet. Boah, leck. Außer Kim, ja. Boah, leck mich doch. Okay, die Steuerung mit dem Raumschiff, da muss ich mich dran gewöhnen. Oh mein Gott. Wen muss ich denn jetzt abschießen? Ich sehe keine Gegner. Okay, der Spielmodus ist legit lustig. Alter Schwede, ich krieg gleich einen epileptischen, Alter. Boah, ich habe jemanden besiegt. Ich sehe gar nichts. Wo sind denn Gegner? Entschuldigung. Ich treffe aber niemanden. Aua. Ich werde angeschossen. Okay, der Spielmodus ist legit beschissener als der. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Spielmodus, den ich nicht so oft spielen werde. Ich habe alle rausgetan. Ich tue alles, falls du es gemerkt hast, auch meinen ganzen Discord habe ich mal ein bisschen umgekrempelt. Und ja. Mods werde ich jetzt auch nochmal umkrempeln und nochmal alles von vorne machen, damit alles Ordnung hat. Weil ich hatte, wie du schon weißt, ganz viele Mods. Ach, servus Pia. Hi. Ich bin genau hinter dir. Ich muss mich übel konzentrieren. Ja, das, also das ist schon wild. Angreifer. Oh, ich habe einen. Mein erster Kill in dem Spielmodus. Autsch. Sind wir gegeneinander? Ah ne, er hat mich abgeschossen. Piu, 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 piu. Jetzt sind es viele VIPs. Bin da irgendwie nicht mehr drauf. Ja, VIPs habe ich tatsächlich nicht geändert. Das, ja, ist alles zeitaufwendig. Ja, klar. Oh, nice, ich habe einen. Ja. Alter, da jemanden zu treffen, das ist...
Alter, wie treffen die da jemanden? Das ist Star Wars. Das ist Surferboy, nee, das ist nur ein Spielmodus. Das ist, Raumschiffschlacht. Also ja, das ist Star Wars. Abfangjäger. Jo. Alter, ich treffe einfach niemanden. Alter! Endlich fand ich Jäger. Alles klar, hinter dir. Digga, mir wird schwindelig bei dem Spielmodus. Rakete im Anflug. Aber man hat auch noch Raketen. Aua. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man die Leute killt. Wie killen die mich denn ganze Zeit? Bin gespannt, wie das normale Game ausschaut. Erinnert mich an Dark Orbit. Hab das früher richtig reingepayt. Oha. Wieso auch ändern? Wir sind doch alle im engeren Kreis. Kannst du mir eine Einladung für einen Discord schicken? Also später. Du kannst auch Ausrufezeichen Discord einfach in den Chat schreiben. Noch richtig schreiben, dann geht's sogar. Wir haben einen ihrer Blockadebrecher eliminiert. Also ich finde den Spielmodus legit scheiße. Ich gar nicht so. Ich weiß nicht, wie ich hier jemanden treffen soll. Mit der Maus zielst du auf die Leute. Ja, aber ich treffe doch so niemanden. Unabhängig, das ist unabhängig von deinem, wie du fliegst. Ja, ich finde das halt sau stressig. Ja, stressig ist schon, aber es ist so. Abgelaufen. Wo sind denn die Gegner da? Die roten. Ah, katastrophal. Dieses. Nee, den Spielmodus gönne ich mir nie wieder, Alter. AFK kurz. Der ist abgelaufen. Ja, das kann doch gar nicht sein. Der ist. Einladung ungültig. Das ist ja lost. Als ob der Discord abgelaufen ist. Hier. Ich würde mal sagen, da musst du einen neuen erstellen. Ja, aber. Du kannst übrigens auch mit Shift an, näher anvisieren, ne? Ich finde es gerade nur weird, dass der abgelaufen ist. Ja, ich schicke dir auf jeden Fall nach der Runde eine Einladung. Das hier wird gleich vorbei sein. Sehr strange. Kann der denn abgelaufen sein? Das ist doch der Standard. Du musst einstellen, dass der niemals abläuft. Ja, ist es eigentlich, deswegen. Finde ich es gerade so weird. Der Link ist halt 2 Jahre alt. Die Rebellen haben einen Schildgenerator zerstört. Ich hab Darth Vaders Schild. Wer Schiff? Und ich bin gegen die Wand geflogen. Alter Schwede. Sollen wir das Ding da oben erklären? Ein weiterer Schildgenerator wurde deaktiviert. Ich
Jo. Entweder meine Maus ist zu empfindlich eingestellt oder das Spiel ist einfach nur lost. Ich darf ja meine Maus ja kaum bewegen, Alter. Ohne Spaß. Schaut mal, das ist... Ja, so fliegen oder so ist generell irgendwie leichter mit Controller. Ich finde das sau stressig halt. Oh, ich hab einen. Keine Ahnung wie. So, allgemein auch Gegner sehen und finden. Ja, komm, das ist doch zum Scheiß. Wieder da. Welcome back. Ja, ich bin schon krass froh, wenn diese Runde vorbei ist. Warte, ich hab gerade jemanden richtig gesniped. Du triffst die übrigens, indem du... Da wird so ein runder... So ein runder Kreis vor allem, ich bin so gut. So ein Kreis vor denen angezeigt, wo du hinschießen musst, damit die Schüsse treffen. Ja. Je nachdem, wie weit weg du bist. Das ist schon echt belastend. Naja, es ist eigentlich schon realistisch gemacht, weil... Ja. Wenn es Laser geben würde. Das ist eine wilde Schlacht. Das mit Lenkrad, alter Schwede. Ja. What the fuck? Dachte ich, geh jetzt sterben einfach. Digga, keine Ahnung, wie die mich ganze Zeit treffen. Ich treffe halt niemanden. Ich habe halt immer noch 900 Punkte. Ich könnte nicht mal ein anderes Schiff wählen. Das Spiel ist von EA, ist gleich Müll. Ja, Nubis, lol. Das ist halt auch eine Aussage, die ist irgendwie nicht so sinnvoll. Nee, es... Also... Also EA macht schon gute Spiele halt. Aber das ist halt nicht, legit nicht alles Müll. Oh mein Gott, ich treff ihn. Ja, ich hab ihn aber richtig, Alter. Okay, jetzt kommt... Aber auch Pay to Win? Nein. Safe nicht. Also, Star Wars halt überhaupt nicht. Schwachsinn, Alter. Wenn... Nee. Also, Pay to Win ist hier tatsächlich nichts. Also, wenn man keine Ahnung hat, dann soll man halt auch nicht irgendwelche Vermutungen in den Raum stellen. Und klar. Hey, was? Du kannst hier nichts Pay to Win kaufen, Digga. What the fuck? Junge. Du kannst dir Skins kaufen. Skins machen deinen Skill aber nicht besser. LEDs machen auch mehr FPS, also. Ach so funktioniert das. Ja, ja. Oh, ich hab noch einen. Nubis, informier dich doch bitte, bevor du irgendwelche Aussagen tätigst. Oh, Maschallah, ich hab noch einen. Ich komm rein. Du hast jetzt 6 Kinder. Ja, du bist so fast vorbei. Den Reaktor beschützen. Aha. Also, dass ein FIFA Pay to Win ist, ja okay, aber... Also, wenn ich mir das so anschaue, werde ich es mir nicht holen. Ja, er schaltet auch dann ein, wenn wir den schlimmsten Spielmodus aller Zeiten spielen. Ja. Aber ist mir auch egal. Dann hol's dir halt nicht. So. Also, ich finde das Spiel mega. Also wirklich, ja. Wirklich gut. Ah, bloß das Fliegen ist echt schwer. Wenn man ein bisschen drin ist, ist auch das Fliegen kein Problem. Ja, man kommt... Fliegt einfach weg. Man braucht halt einfach nur ein bisschen. Alter, der zerfetzt alle. Wie lang geht denn die Schlacht hier? Weiß ich nicht.
Vernichtet sie! Nur auf einer Killing Spree. Ja, Mann! Ich hab noch einen. Geht doch, jetzt geht's langsam voran. Aua. Und dann sterbe ich einfach. Ja, Nubis, du hast geschrieben, das Spiel ist von EA, ergo Müll. Ergo. Die meisten Spiele von EA sind pay to win. Das kann man nur so verstehen, dass du meinst, dass dieses Spiel auch pay to win ist. Also. Ich hab schon gelesen und wenn du meinen Namen nicht richtig schreibst, dann werde ich aggressiv. Aua, aua, aua. Verteidigt unseren Zerstörer, während wir das System reparieren. Pia, hast du gehört? Verteidigt unseren Zerstörer. Mach mal. Bitte. Ah, ey, voll in die Sonne geschaut. Ah. Du sollst nicht in die Sonne schauen. Ah, verwirrend, mir wird schwindelig. Oh mein Gott. Okay, endlich. Aua. Nein. Ja, du bist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das Pay-to-win, ich es nicht. Du kannst dir hier nichts kaufen, um besser zu werden. Außer Hex. Aber die kannst du in jedem Spiel kaufen. Beste. Also. Wie entkommen die meiner Rakete immer? Junge, ganz dünnes Eis mit dem Namen, ne? Ganz dünnes Eis. Oh mein Gott. Lord Binokel hat mich gerade gekillt. Ey, ich flieg einfach in die Turbinen rein von dem Riesenschiff, was hier rumfällt. Mal gucken, was passiert. Ich hab dich noch nicht einmal gesehen in der Runde. Ich achte tatsächlich auch nicht auf meine Mates, sondern nur auf wen zum Teufel. Ja, ich sehe da auch nichts. Suizid! Schilde momentan ausgefallen. Schützt den Sternenzerstörer. Yes! Noch ein Kill. Kann man da durchfliegen? Oh mein Gott, man kann hier durchfliegen. Oh mein Gott. Ja, schön, wie sich Leute geifen, wenn die anderen nerven. Ja. Einfach ignorieren. Ah. Oh, es ist kaputt. Haben wir gewonnen? Haben wir verloren? Was, ich weiß es nicht. Niederlage. Niederlage? Gar kein Überblick. Es war halt alles auf Null und dann so. Nee. Das war gerade die schmutzhafteste Schlacht, die ich jetzt jemals gespielt habe. Sehr, bin gleich wieder da. Alrighty, Mighty. Ey, Kimi hat mir gesagt, sie kommt gleich auf den Discord. Das war vor 20 Minuten. Oh. She's lying. Achso, warte mal. Beenden oder weitersuchen? Nee, beenden. Ja. Sternjägerangriff wollen wir nicht machen. Ich habe aber auf schnelles Spiel gespielt. Gedrückt. Gespielt. Hey. So. Gruppe spielt beitreten. Du spielst? Nee. Ich hab zu spät beenden gedrückt. Ich bin da weg, ne? Ich bin da raus. Hey, krass, schon wieder zwei Kisten. Ich hatte vorhin schon noch eine. Hä, wieso ist die ganze Kiste noch? Ich hab eine Kiste. Nein, ich muss Kiste öffnen. Han Solo, Siegerpose. Okay. Hab ich auch. Der Schurke? Hast du auch der Schurke gekriegt? Nee. Oh. Oder doch? Nee, oder doch? Oder vielleicht? Oder was? Oder keine Ahnung, was das sein soll. Ich sehe aber nichts. Es ist eine gute Kiste. Ich glaube, da war viel guter Stuff drin. Okay. Alles klar. Okay, jetzt schauen wir mal kurz nochmal wegen Discord-Einladung, oder mal? Regeln. Feinster Pyjama. Eindeutig feinster Pyjama bei Count Dooku. Ungültige Einladung, wie kann das denn sein? How is this possible? Das kann doch nicht sein. Warum ist diese Einladung lost? Komplett verwirrt.
Hä, hey, Nubis, du kannst Kisten kaufen und daraus kriegst du Skins. Wie willst du mit Skins schneller durchs Game kommen? Hier ist auf jeden Fall mein neuer Einladungslink, warum auch immer das sich geändert hat. Ich finde ja General Grievous so irgendwie so lustig. Komisch. Naja, okay. Wie auch immer. Das? Früher war das Game Pay to Win. So, wieder schnelles Spiel, oder? Ja. Und hoffen, dass wir in eine normale Schlacht kommen. Ja. Spielst du noch Warzone? Allgemein ja, heute nein. Aua. Heute kein Warzone mehr. Kein Bock auf Warzone. Heute leider nein, leider gar nicht. Nein, nein. Meine allgemein. Hä, natürlich. Jeden Tag. Außer heute. Gestern, vorgestern. 10 Stunden. Nee, gestern haben wir gespielt, vorgestern haben wir gespielt. Ja. Eigentlich jeden Tag. Immer mal wieder. Gestern sogar relativ lang, oder? Weiß ich nicht. Eine Stunde oder zwei waren das sogar. Ja, Mann. Du lädst viel schneller als ich, das ist voll unfair. Bin wieder da. Hallo Sea, ich habe dir den Einladungslink geschickt im Chat. Ich schicke ihm einfach mal nochmal. Achso, er ist schon auf dem Discord, okay. Kein Bock auf mich oder warum sagst du mir nie Bescheid, Lul? Hä, hey, Bruder, ich stream doch. Du siehst doch gar nicht, zock. Und vor allem ist es immer spontan und wir sind immer mehr Leute als... drei oder vier. Ja. Und wir. Da müssten wir sonst immer jemanden kicken, deswegen... Wer zuletzt kommt, Malz. Ja, du kannst mir ja auch schreiben, wenn du Bock hast. Jederzeit. Also, was kann ich mit dir machen? Pia, schau mal ein Big Hand an. Schau mal ein Big Hand an. Habe ich vorhin ausgewählt. Fein. Ah, ich hasse Offizier mit der Pistole. Wieso spielst du dann? Ja, da gibt's eine Aufgabe, dass ich 5 Minuten lang mit der Offizier spiele. Schon, dich krieg ich doch. Nein. Ja. Ich will ihn überhaupt nicht spielen. Hallo. Ja. Ich sehe sie nicht mehr. Ich spiele aktuell so viel League of Legends. Oh, sehr, da bist Leech. Du bei der. Junge! Hör auf, League! Ja, zu sagen. Warum? Junge! League of Legends! Dankeschön! Da bist du auf jeden Fall bei der Pia, auf jeden Fall richtig. True. Nein, ich spiele das nicht. Nein, ich habe nicht innerhalb von eineinhalb Jahren 2000 Spielstunden gesammelt. Nein. Ich mach das nicht. Oh, von hinten. Tot. Mashallah. Ja, da kommt noch einer, Ah, hab ihn. Dafür hab ich keine Assist gekriegt. Manu. Wir haben fast. Das ist so eine Koop-Mission. Ich spiele seit 2 Monaten aktiv. Aktiv. Ja, League ist auch ein tolles Spiel. Ach, du bist ja voll winzig, Alter. Ich bin Ewok. Erste Angriffsphase abgeschlossen. Wo sind die denn? I don't see. Ach, da. Hab ich. Whee.
über Verteidigungsstellungen des Imperiums. Früher war das so, dass man mit Kisten Ressourcen bekommen hat und sich dann damit Spielevorteile schaffen konnte. Ah ja. Wow, 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 wow. Aua. Wow, wow, wow. Da drüben. Mit Sub-ADC, sorry, dass ich davon ausgehe, dass sich da nicht viel getan hat. Da hat sich schon ganz schön viel getan, muss ich sagen. Ich habe das früher auch schon gesehen. Und ich muss sagen, es gibt so viele Spielmodis und so viele Maps, Alter, das ist nicht normal. Man spielt halt gefühlt immer woanders. Ich glaube, ich habe einmal die Schneemap zweimal gespielt. Nee. Würde ich direkt aufhören, Scheißspiel. Wo bist du denn? Seh dich nicht. Gerade gestorben, kann es sein. Surferboy, es sind alles Spielmodi hier. Also alles. Das ist jetzt gerade eine Koop-Mission, wenn wir irgendwie da reingekommen sind. Ja, ich habe auf schnell Spiel gedrückt halt. Ja. Kommst du halt auch in Koop-Mission. Yes. Und hier ist Muka-Eis im Gefrierfach. Ne, ich habe mein Oreo-Eis gestern endlich gegessen. Ich bin so stolz auf dich, Erwin. Das hat lange gedauert. Ja. Mann. Ah, da kommt einer hochgeflogen. Boba Fett. Alter, irgendwie hat mein Fuß gerade richtig komisch ausgesehen. Ich glaube, das hat nicht so gelagert. Nein, es gibt auch einen Einzelspieler-Modus. Junge, beleg deine Aussagen, Lugis. Dann reg ich mich auch nicht auf, aber wenn du einfach reinschreibst, ist es Pay-to-Win. Aua, 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 aua. Nein, er hat mich. Wieso bist du denn jetzt besiegt? Wie soll ich denn jetzt bei dir einsteigen? Also, gibt kein richtiges Spiel, sondern ist das immer random? Nee, nee, wir spielen nur gerade schnelles Spiel, also immer random. Boah, ich finde, wir könnten einfach mal immer den gleichen Modus. Ja, ich hab Yoda. Wow, er ist Yoda, Meister. Ja. Das ist ein Granatenspot hier. Das ist eindeutig ein Granatenspot hier. Uiuiui, ich bin ganz schön low. Alter, wenn man von der Granate getroffen wird, sieht man einfach gar nichts mehr. Hm. Hey. Nein, als ob sie mich getroffen haben. Ja, der Spot ist ja auch assi, Alter. Ballert gerade hier rein. Ich bin Luke Skywalker. Luke. Und ich bin das erste Mal Dings Chewbacca. Leckt es bei mir oder bei euch auch? F5 Fragezeichen? I don't know. I don't know. Alter, was geht denn hier? Ah ja, okay. Ja, ich hab Boba Fett. Nein! Der Spot hier ist richtig am Glühen, Alter. Hm. Ich hab grad meine Maus gesucht.
gucken erstmal an Wookie-Krieger. Da, das nicht Chewbacca, boah, nee, das sieht immer noch komisch aus, also for real, no troll. I don't know, kann sein. I don't know why. Das ist aber OBS, glaube ich, bei mir. Nee, ist es nicht. Nee, also bei mir steht alles flüssig. Ausgelassene Frames, nichts. Nee. I don't know. I don't know, bei mir ist alles flüssig. Niederlage? Als ob. Also bei mir läuft es auch komplett flüssig in meinem Stream. Ich habe meinen Stream nebenbei auch offen, da ist alles. Alles flüssig. Menü ist flüssig, aber in-game sieht alles so komisch aus. Oh, ich bin Vierter, nice. Ich bin Zweiter. Was haben wir denn da? 10 Kills nur? Das ist echt wenig. Leute, in dem einen Game habe ich letztens 50 Kills gemacht, ey. Hey, Koch! So, Spielersuche. Ja, aber dann machen wir nochmal eine Koop-Mission, ne? Okay, warte, gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zurück. Suchen wir was Gescheites. Machen wir mal eine gescheite Schlacht. So, spielen. Multiplayer. Was ist das? Vorherrschaft, oder? Hallo. 16 bis 40 Spieler. Suchen wir was aus. Ich will einmal Imperator Palpatine sein. Ach nee, warte mal, was ist dann hier das da? Ich habe halt noch nicht so einen ganzen Durchblick, was das alles ist. Helden und Schurken ist, ja. Galaktischer Angriff. Kämpfe auf großen, teamorientierten Karten. Das ist doch das, was wir spielen wollen. Ja. Galaktischer Angriff. Mein Drink ist gleich leer, das ist doof. Bei mir ist alles flüssig. Weird Flex. Weird Flex, but okay. Sehen wir mal. Oh ey, bei Genshin, ne? Yes. Ich hasse Jay. Ich hasse ihn. Der hat einfach so gute Units aus dem Gebiet rausgekriegt, ne? Durch Luck. Durch Luck? Ich denke mir einfach nur so, fick dich. Ich will auch. So, toll, wie soll ich denn da Imperator Palpatine spielen, wenn wir bei den Rebellen sind? Das ist eine gute Frage. So ein Scheiß. Ich will nur der Imperator sein. Ich hab das eine Mal den BB-8 gespielt, das ist richtig lustig tatsächlich. BB-8, ja, BB-8 ist nice. BB-8. Ja, okay, wir können es auf Deutsch aussprechen. BB-8. BB-8. Aber ja, irgendwie klingt es doof. R2-D2. R2-D2. Wie nennt sich denn... Ich habe noch nie R2-D2 auf Englisch gehört. R2-D2. Ich will das mal hören, wie die das sagen. Englisch. Ist alles. Ja, so. Alles. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Spezialist hier die richtige Wahl war, aber ich liebe Sniper. Unser Befehl lautet, sie zu beschäftigen, während die Anlage geräumt wird. Erstes Ziel sind die Boah, das ist mir eine komische Map. Alter, ist das fies. Wir schaffen das. Wow. Hey, was ist das für eine komische Map? Lul? Ja, da spiele ich auf jeden Fall mit Sniper. Ja. Einfach komplett rein snipen. Hä? Hey, weird. Die Oberfläche ist richtig weird. Au. Boah, leck. Heck. Man kann auch nur da unten in den Gängen rumgeistern, oder? Ja, bestimmt kannst du auch da unten rumrennen und zu den anderen rennen. Und dann von hinten so auf die drauf rennen. Da versuche ich das mal. Ah ja, man kann tatsächlich hier überall. Das ist eine weirde Map. Aber mega die Tunnel, what the fuck? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, ich sehe Gegner! Oh!
Nein! Okay. Jetzt! Speeder und Artillerie! Nehmt den Kampfläufer unter Beschuss! Auf ein neues. Alter. Weg, ey. Da. Geh, kann man das aufnehmen? Einsatz nicht möglich. Ach, warte mal. Oh, hat er mir das einfach geklaut. Hey. Okay, das habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Ja, ach, er stand genau neben mir. Okay, alles klar. Ich verstehe. Hey, die Schneebär ist die geilste bis jetzt, finde ich. Ja. Die ist weird. Aber auch in Ordnung. Oh, ich habe einen. Krass. Aua, jetzt kommt er da mit Flammenwerfer. So, jetzt spiele ich auch noch mit Spezialist. Nö, ich spiele jetzt Angriff. Nee. Angriff ist die beste Verteidigung. Habe ich mal gehört. Nicht? Ja. Nicht, das war ein Scheiß. Alter, also, sind ja nur Schneeball unterwegs, ja, nicht? Was? Die Schneeball? Ey, jetzt geh auch. Die ist richtig gut, ne? Ja, er hat mir einfach einen Header gegeben. Madhex? Ja, weiß ich nicht, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Nee, hab grad bei dir geschaut, es war nicht Madhex. Ja. Oh. Oh, leck! Nee, jetzt kann ich nicht mehr bei dir starten. Ja, ich bin auch gestorben. Ach so, scheiße. Wieso stirbst du so? Nö, nee, das ist... Nicht. Ja, mal zu einem anderen Spot. Na, moins nicht. Komm mal mit zu dir. Ja, Mensch, mich sniped immer jemand anders aus irgendeiner anderen Richtung. Die Map finde ich scheiße. Ich finde die Map auch kack zum Kotzen. Du kommst dann raus und stirbst halt direkt wieder, weil du hast nirgends Deckung. Hier stehen auch alle so an einem Punkt. So, what the fuck? Ja, ist also, das ist die größte Drecksmap aller Zeiten. Also, das ist also... Ach, ja. Charakterwechsel, warte, ich Angriff, komm. Jetzt laufe ich durch die Gänge. Angriff ist die beste Verteidigung. So. Oh, wir haben BB-8 bei uns. Wo bist du? Da hinten. Hey. Du bist wieder hier. Ich bin da. Servus. Ja, let's go. In welche Richtung müssen wir denn? Hier. Wir lang? Irgendwo links. Aber es geht irgendwie nur nach rechts. Jetzt geht's nach links. Ich renne einfach deiner Silhouette hinterher. Okay. Ich finde da bestimmt einen guten Weg. Au. Oh, du bist schon draußen. Wie du. Oh. Ja, da ging es nicht weiter. Star Wars hat eigentlich so ein nices Universum, finde die Filme, Serien dazu aber echt nicht gut, hat aber eigentlich echt viel Potenzial. Heizt die ein. Je größer sie sind, desto schwerer der Herr LOL, Beste. Also ich finde das Spiel halt legit echt gut, ne? Also ja. Klar, ein oder zwei, drei Maps sind nicht so geil. Ja, die jetzt zum Beispiel, also nee. Ja, ist jetzt nicht die geilste Map, aber... Ja, weil du musst halt draußen stehen und dann wirst du instant von irgendjemandem weggesniped, so. Ah, hier gibt's auch so einen anderen Weg. Ja, ich folge dir gerade. Wie so ein verirrtes Hündchen. Aber es hört hier irgendwie auf. Aber hier ist ein geiler Spot zu snipen. Fuck, jetzt habe ich keine dabei. Einen K.O. Zweiten. Mashallah. Ist ein geiler Spot eigentlich. Es ist ein nicer Spot. Ja, müssen wir immer mal hinfinden, ne? Das stimmt, ja.
sind die denn jetzt alle da? Ja, hab noch einen. Ja, jetzt geht's doch. Komm. Kampfläufer kommt näher. Du weißt, dass wir hier nicht stehen dürfen? Wieso? Zurückziehen. Ach nee, wir müssen uns zurückziehen. Ach so, wir müssen laufen. Okay, let's go. Ja, dann gehen wir einfach da zu dem nächstgelegenen. Aua, aua, aua. Boah, leck, ey. Auf die Zickzacklinien. Kann mit dem Spiel irgendwie nichts anfangen, aber wenn es dir gefällt, zock's weiter. Ja, normal. Vom Spiel rede ich ja auch nicht, aber ist ja. Ist jetzt auch nichts, nicht meins. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder keine Sniper mitgenommen. Verdammt! Warum? Du Inter, du! Aua, aua, aua! Oh, au, au! Jetzt kann mir aber die Sniper mitnehmen, aber sowas von. Same. Jetzt müssen wir nur den Spot wiederfinden. Jo, easy, jetzt weiß ich auch wohin. Ich folge dir. Yes. Nein, ach komm, jetzt ist da jemand in den Tunneln hinter dir. Oh, jetzt kommt da einer mit einem Lichtschwert. Ah, er kommt auf mich zu gerannt. Lichtschwert gegen das Imperator Palpatine, nicht das. Nicht unfair. Aua, das ist nicht, ja, das ist übelst unfair. Klar, lesen ist aber auch schwer. Ja, wenn man hier auf Schlachten zockt, dann ist das, Das ist auch nicht so leicht hier, nicht? Was habe ich denn falsch gelesen? Hab doch alles richtig gelesen. Vom Spiel rede ich auch nicht, aber es ist jetzt auch nicht meins. Ja, klar, lesen ist. Hä, was lachst du da? Hab doch nicht. Hier ist ein Fuchs oder so. Hm? Hey, lass den Fuchs, hallo! Warum? Tierquälerei! Was läuft er denn hier auch so rum? The fuck? Wo bringt er mich denn hin? Einfach folgen. Er läuft einfach im Kreis, ja, moin. Sieht aus wie eine Ratte. Die erste Ordnung rückt zu einer entscheidenden Stellung im Minenhangar vor. Hm. Ja, jetzt bringt mir die Sniper auch nicht viel hier. Na toll. Na toll. Hä? Der läuft hinterher, der Fuchs. Verteidigen Transporter. Ja, geh mal dahinter. Ich kann uns an ihm vorbeibringen. Hä? Was habe ich getroffen? Oh, weißt du, auf was ich gerade übel Bock hätte? Was denn? Pfannkuchen mit Nutella. Ja, Lude, sie denkt gerade an Essen. Ich hätte gern noch ein Glas von dem, was ich vorhin schon hatte. Ja, davon würde ich auch noch was nehmen, aber. Aber meiner zu konzentriert gerade. Meiner ist leer. Mein oh, Mischung. Da ist schon wieder so ein Imperator. Immer noch. Ja, Alter, gegen's Licht schießen ist aber halt auch irgendwie kacke, ne? Ja, irgendwie sind wir gerade ein bisschen im Nachteil. Die Frage ist, welche Nachricht hast du richtig gelesen? Naja, bin erstmal raus, kann damit, wie gesagt, nichts anfangen. Bin noch dennoch im Lurk, Mashallah. Jo, bye, Surfer. Hier ist Boys. Ja, Nubis zockt halt Ark. Keine Ahnung, ich kann mit Ark halt nichts anfangen, weißt? Das ist halt. Ja, jedem das seine. Ja, halt, genau. Ne? Jeder hat halt ein anderes Game, was er zockt. Okay. Okay. Och, scheiße. Ich wollte gerade BB-8 werden. Ah, die mit den Jetpacks. Ark ist auch Dreck. Geil. Du bist so mit Ark. Aber Ark ist auch Dreck. Oh shit, ich wurde gerade in den. Ach, Darth Vader hat mich geholt. Okay, alles klar. Ja, er ist tot. Ach, ich kann ja tatsächlich jemanden mit einem Lichtschwert nehmen, aber die sind alle nicht verfügbar. Aber. Irgendwie nicht so verfügbar. Viele davon. Nein. Ich will aber irgendwie einen. Komm schon. Zieht euch weiter zurück in die Mine.
Wisst ihr, was kein Dreck ist? League. Einfach League spielen, da tiltet man zwar sehr nein, viel, aber es ist jetzt toll. Charakter wechseln. Ja, nein. Ja, ich bin BB-8. Beach. Nein. Ich habe aus Versehen was gedrückt, weil ich dachte mir, okay, ich will nicht länger warten und dann war es verfügbar und dann bin ich zurück, da war es für eine Sekunde verfügbar, dann wieder nicht. Ja, ich habe. Jetzt hat ja Maschallah. Müsst ihr den yes. Geil. Das taugt mir. Wie kann man eigentlich so Dinge abwehren? Hm? Wie kann man eigentlich diese Dinge abwehren? Das macht Sinn. Kannst Projektile abwehren? Ich fühle mich so ultra nutzlos gerade. Ich roll hier einfach nur durch die Gegend. Nix. Aha! BB-8! Also ich kann das wenig verteidigen. Ich hab High Ground. Ah, du bist. Das feiere ich jetzt schon wieder. Das ist so. Nein, zwei nice. Lichtschwerter holen. Ich muss so sagen, ja, das ist auch Dreck. I have the High Ground, ja. I am the High Ground. Wo sind die Gegner? Ich bin schon wieder tot. Möchte einfach. Ich Gegner das umfahren. Ist... Oh, jetzt habe ich eine coole Waffe. Na, Alter, was damit. Was geht denn eigentlich da ab, ey? Ark hat mehr Bugs als Spieler. Das ist halt belastend, ne? Das ist halt wirklich belastend. Beste. Du bist ein Infiltrator, wieso bist du ein Infiltrator? Gerne zählen. Auch, Infiltrator als Bay. Alter, ich krieg gleich einen epileptischen, was hier abgeht, ey. Alter, ich auch, ey. Das ist halt jetzt legit anstrengend. Ja, fuck, ey. Vor allem die. Boah, leck, ey. Junge, für Epileptiker nicht geeignet. Alter Schwede, also meine Augen, ne? Au, 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 au! Überladung! Scanner das Gebiet. Au! Nein, ich bleib hier drin stehen, ich kann nicht. Oh, da läuft ein General Grievous rum. Alter Schwede. Beschützt den letzten Generator. Oh fuck, Alter. Darth Vader denkt sich einfach Moinsen! Hallo. Da. Au, 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 au. Wie geht's Ihnen so? Die kommen ja immer näher, ey. Wow, 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 wow. Oh. Ja, jetzt, wir gewinnen aber auch. Ja, ja. Das ist aber auch super schwierig, manchmal auszumachen, was genau das Ziel jetzt ist. Ja, Mann. So, okay, ich töte einfach alle. Zählt das? Nein. Oh, Darth Vader natürlich ganz vorne, war klar. Nee. Ich meine. Ja. Er ist Luke dein Vater. Eben. Ja, ich habe 18 Kills, 16 Tode. Ja, das ist Schmutz. Was war das jetzt genau für ein Spiel, was wir gespielt haben? Warte, gehen wir mal raus. Galaktischer Angriff. Ja. Warte mal. Wir mal was Neues aus. Ne? Ja.
Kim, ich bin noch nicht okay. Falls du es hörst, du hast mich angelogen. Helden und Schurken treffen bei epischer Schlacht in allen Epochen aufeinander. Das ist nur Antwort 4 bis 8. Vorherrschaft. Zwei Armeen ringen um die Kontrolle über das Schlachtfeld, nutze verschiedene Taktiken, Truppen. Um diese so, Epochen jetzt gucken wir doch mal. Ich bin ah ja, das ist Vorherrschaft. Zeitalter der... Wo kann man sich überhaupt Kisten kaufen? Ah, pass auf. Zeitalter der Republik. Große Kampfschiffe verdunkeln den Himmel, während die Truppen der Galaktischen Republik und bla bla bla. Die Rebellen bieten ihnen ganz Stärke auf der Tyrannei des Imperiums zur Stirn bieten. Also, das müssen wir spielen. Vorherrschaft. Da müssen wir uns jetzt halt auswählen, was wir spielen wollen. Ich glaube, das da ist so das, was wir am meisten gespielt haben. Rebellion! Mensch, ich hätte auf die Spielmodi schauen sollen, während wir gespielt haben. Mensch. Ich weiß halt legit nicht, wie man zum Shop kommt. Warte, abbrechen. Zurück, abbrechen. Ich auch nicht. Ich habe irgendwie Points, aber weiß nicht, wie. Ich habe halt 82.000 Punkte. Was soll ich damit tun? Ich 86.000 und 55 Kristalle. Was sind das für Kristalle? Ein Spiel, das jetzt hier von uns so viel Bugs hat und hat einen großen Vorteil, wenn man sich die DLCs kauft. Ja. Klingt gut, würde ich sagen. Also, ich habe das Spiel irgendwann mal gratis bei Epic geholt. Also, Ark. Und dann war es das. Also, du checkst gerade auch nicht, wie man sich Kisten kaufen könnte, ne? Nee, also Kisten kaufen ist schwierig. Das ist nur für die Geübten. Ich check's halt legit nicht so. Optionen? Karriere? Kampagne? Helden. Ja, das sind Aufgaben. Das ist mir schon klar. Sammlung. Spielen. Home. Gefecht. Ah, abbrechen. Ich check's nicht. I don't know. Vielleicht mal googeln? Ist auch über Epic kostenlos. Ja, das war das Einzige, wo ich gesagt habe, da nehme ich Ark mit dann, weil... Generell wusste ich davor schon, dass es übelst die Bugs hat. Wieso soll ich es mir dann holen, ne? Ich habe versucht, das Spiel zu spielen. Ist einfach unmöglich. Ark, ja. Also das ist das größte Dreckspiel, was ich jemals gespielt habe. Ich habe es halt legit nur mitgenommen, weil es kostenlos war. Ja, also... Das würde ich für den Dreck zahlen. Jo. Ja, ich habe... So, du bist ja so ein Pro. Wie können wir unser Geld ausgeben in Star Wars Battlefront 2? Ich google jetzt, weil irgendwie ist es... So. Erstmal googeln. Entschuldigung. Battlefront 2 Shop. In-game Shop. Du hast nicht mal eine Stunde Spielzeit. Hey, ja, reicht doch. Ah ja, Star Wars Battlefront 2 Shooter ist jetzt komplett lootbox-frei. In-game Shop wurde deaktiviert. Dann Credit. Nicht nur die Macht ist mit uns, sondern auch die der Spieler. Nach den ganzen Kritiken und Drohungen haben EA und DICE den Ingame-Shop aus Star Wars Battlefront 2 deaktiviert. Und somit können alle Ingame-Inhalte durch das Spielen freigeschaltet werden und man muss kein Echtgeld dafür ausgeben. Gesagt. Zumindest ist der Ingame-Shop vorübergehend deaktiviert worden und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert werden. Aber deine Aussage war missverständlich, die du vorhin getätigt hast, weil du hast nie gesagt, dass du nur früher dich auf früher beziehst. Ich finde es aber gut nach den Drohungen, die EA erhalten hat. Also. Junge, wieso? Scheint so, als hätten die das 2017 gleich den Shop rausgenommen nach ein paar Monaten. Der wird wohl. Also, man kann anscheinend alles so freispielen. Cool, man kann das Hintergrundmenü hier drehen. Bei mir steht gerade Darth Maul rum. Da denkt sich nur so: oh, hallo, Ibims! Morddrohungen. Nee. Bitch, ich habe aus der Kiste nicht rausbekommen, was ich wollte. Ich finde deine Familie, ja. Perfekt. Ja, so stelle ich mir das halt vor, ey. Aber ich verstehe nicht, wieso Leute das machen. Was ist denn ein Gefecht? Ach komm, ich drücke jetzt wieder schnell das Spiel und wir merken uns einfach fürs nächste Mal, wenn wir was Gutes finden. Das okay. Ist. Also ich finde es gerade ein bisschen zu. Okay. Zu blöd, das auszuprobieren irgendwie. Okay, machen wir. Jeden Spielmodus.
Ich habe jetzt einfach deinen Chat als Pop-Up-Chat raus. Ja, und haben mir nebenbei ein YouTube-Video angemacht. So, bin ich immer noch in deinem Stream mit? Genau, yes. Yes! So, ich gehe mal schon auf die Toilette, solange das sucht. Bis gleich. Ja, bis gleich. Siehst du kein Pay-to-Win-EA-Spiel mehr, Nubis? Jetzt ist nur noch Till-to-Win, was? Der Plan. Ne, das übel grüne. Wild. Ja, voll wild, du. Was willst du sonst außer Ark? Ja, ich muss jemanden mit Chewbacca töten. Das ist eine Aufgabe. Nice. Ich möchte erstmal Chewbacca werden. Okay. Ich bin halt so dumm. Auf welcher Map spielen wir denn? Felucia, die ist ganz schön grün. Grün? Ja. Okay. Sieht gern grün aussehen. Geht das irgendwie? Ja, guck mal hier. Wie viele Punkte brauche ich denn für Chewbacca? 4000? Okay, die ist jetzt irgendwie nicht mehr so grün, wie das vor vorhin aussah. Eher so braun stinkig. Also auf dem Bild, auf dem Ladebildschirm war sie halt echt grün, ne? What the fuck ist dies? Okay. Was sind das für Pflanzen, die da rumstehen? Okay. Also ich hoffe, es sind Pflanzen. Okay. Stell dir mal vor, die Dinger könnte ich einfach töten. Hä, Lul. Die Map erinnert mich gerade an das alte Battlefront. Da gab's eins? Auch, ja, da gab's auch so eine ähnliche Map. Ja, wahrscheinlich haben die ein paar Maps einfach übernommen, so. Das kann sein. Ja, das Ding ist, das ist halt schon wieder eine super schwierige Map für Sniper, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal einen Überblick bekommen. Ich check gerade schon wieder gar nichts. Ja, ich hab einen. Ich sehe keine Menschen. Keine Gegner. Jetzt habe ich einen Gegner gesehen. Und jetzt ist der andere schon tot. Das stimmt. Wild kannst du wirklich immer benutzen. Aua! Wild ist ein tolles Wort, Mann. Man kann es immer benutzen und es passt immer. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings halt for real. Einfach egal, was der das Gegenüber sagt, so auch bei der Arbeit, einfach wild sagen. Wild. Digga, wild. So, bist du mit Kunden im Gespräch, die wollen irgendwas von dir? Wild. Oh, wild. Wild, Mann! Ich glaube, da funktioniert es dann wieder nicht. Das wird doch, safe. Hallo, ich bin tot. Ja, oh, ich auch. Gegen die Superkampfdrohne. Was wollen wir auch gegen die Superkampfdrohne machen? Ich muss erstmal 4000 Punkte sammeln, um Chewbacca zu spielen. Das ist belastend. Du willst auch nur Chewbacca spielen. Ich muss einen Kill mit Chewbacca machen. Aufgabe. Sag mal auf Aufgaben schwitzen. Ah, Mann. Ich habe mir meine Aufgaben gar nicht angeschaut. Das war jetzt zufällig, dass ich die gesehen habe. Ich war auf der Startseite. Klar, wird gebannt. Wild. Wild. Ey, liegt da nicht so rum. Alter, hier ist einer God King Darius, ich glaube, der hat League gespielt. Bist du dir da sicher? Ja, God King Darius ist so ein der niceste Darius-Skin. Ah, der so ein XY ist einfach und dann kommt wild. Ja, so läuft das hier.
Wo denn? Wo denn? Ich sehe nicht. Mach ein Auge auf, dann du sehen. Ich sehe ihn immer noch nicht. Augen sind offen, aber ich sehe ihn immer noch nicht. Spiel. Ach, da! Hab ihn! Ha! Ach. Hä? Ha? Hä? Ich spiele noch Rocket League. Das au, 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 au. Nein. Achso, ja, Rocket League ist cool. Boah, ich hasse dieses Spiel so sehr, ne? Oh, es geht voll fit. Also, das kann man echt gut spielen, finde ich. Ich kann es halt überhaupt nicht und dann macht es halt auch überhaupt keinen Spaß, ne? Ja, mit Tastatur und Maus geht es nicht. Das muss man mit Controller spielen. Ich spiel's auch mit Controller, wenn dann, aber ich kann's halt einfach nicht. Das ist halt einfach. Da muss man ein bisschen reinkommen. Okay. Oh, Warframe wollte ich auch mal ausprobieren, aber ich hab's nie ausprobiert. Ich hab's mal ausprobiert, aber leider auf der Switch und das war ein Fehler. Ja, gut, ne? Auf der Switch ist es nicht so gut. Aua, von hinten schon wieder. Kann das sein? Ich hab hier gerade einen Stempel. Ja, komm. Warframe ist halt auch einfach nur Grind. Bin halt scheiße. Was meinst du, kann ich ja auch Genshin spielen? Ey, lul. Es ist halt auch nur Grind. So, ich probier mal Snapper. Just for fun. Ich hab's vorhin ausprobiert, das funktioniert irgendwie auf dem Punkt. Auf dem, wir werden den Separatisten nicht, so nicht noch mehr Positionen überlassen. Wir haben schon genug. Sind in der Gegner. Nubis, ja. Hast du auch mal so MMOs gespielt? So. Also jetzt nicht so wie Warframe, sondern so. Oh, was gibt's denn da so? Klassiker WoW, aber WoW ist. Nee. Ich hasse so WoW, ne? Und das ist so ultra Bastard-Move, das als Dings zu machen, als Abo-Modell. Spawn bei dir! Ja, Vorsicht, da sind voll viele. Aber Sniper geht hier voll gut, finde ich. Ich bin der Offizier, ich renn nach vorne. Fuck. Okay. Ion. Ion habe ich auch mal ausprobiert. Ich hab irgendwie nie weiter gespielt. Nein! Hat wieder da! 5 Kilometer daneben. Nur Ion wegen Surfer. Was ist mit Ion? Ah ja. Hat er ausprobiert, ja. Weil ich ihn gefragt hatte. Das habe ich auch ausprobiert. Ja, ich kann Chewbacca spielen. Jetzt muss ich einen killen damit. Dann habe ich eine Aufgabe erledigt. Jetzt darf ich nicht sterben. Offizier, Offizier, der ist. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin noch nicht gespawnt. Shit. Oh, leck. Der ist da voll in die Dings reingepackt. Ich sehe wunderschön aus jetzt, okay. Schau dir gleich mal meinen Helm an. Guck mal hinter dich. Wunderschöner Helm. Maschallah. Du mit deiner Brille, Alter. Beste. Ich sehe auch so dumm aus. Oh, morgen ist Samstag, ne? Pia hat mich gefragt, was ich so spiele. Ja, Mann. Ach ja, ist es okay, wenn ich dich Pia nenne oder wie soll ich dich nennen? Ja, kannst mich Pia nennen. Ist viel, viel schneller, als wenn du Princess Dead oder so ein Scheiß hast. Außerdem höre ich auf Pia eigentlich. Meistens. Außer ich habe keinen Bock zu hören. Ja, ein Schuss, ein Kill. Herausforderung nice. Abgeschlossen. Nice. Kann sie jetzt aufhören? Kann direkt aufhören zu spielen. Du kannst übrigens auch in First Person gehen, ne? Echt? Wie? Du musst nur C drücken. Also gedrückt halten. C? Alter, das ist auch übel geil. Das geht nicht. Gedrückt halten. Ja. Also, vielleicht geht's bei Chewbacca nicht, aber ich bin gerade in First Person gegangen. Echt? Das will ich mal ausprobieren. Also bei Chewbacca also geht's gerade nicht. Nee, vielleicht liegt's auch im Offizier, das kann auch sein. Es geht bei dem gerade leider nicht. Alter, will mir irgendjemand Pfannkuchen machen? Nö. Pfannkuchen.
Ich habe so das Gefühl, Chewbacca ist ein bisschen overpowered. Mann, ich kann dir das gleich sagen, ob man das da sieht. Schau es schnell gleich nach. Oh, Epic, ich fand offen. LOL! Ich dachte, ich spiele über Epic, aber Epic ist nicht offen. Ich glaube aber nicht, dass du es sehen kannst. Nein! Naja, egal, die Aufgabe habe ich auf jeden Fall. Surfer, das mit den 30 FPS, weil da 200 Leute in der Hauptstadt von Ion chillen. Das kenne ich. Kennst du zum Beispiel, du kannst es sehen, Nubis, Perfect World. Ich will jetzt auch mal Chewbacca spielen. So, C gedrückt halten. Nee. Da ist es genauso in der Hauptstadt. Hä, das geht nicht. Geht bei mir nicht. C gedrückt halten, also da hat es bei mir funktioniert, da bin ich dann in First Person gegangen. Okay, das geht bei mir nicht. Dann nur die Ansicht so hin und her wechseln und kurz drücken. Wenn ich lang gedrückt halte, passiert gar nichts. Okay. Weird. Vielleicht ist es bei dir auf irgendeiner anderen Taste. Hm. Mal gucken dann. Rito hat an sich keine Kartoffelserver. Server von Rito funktionieren an sich. Die funktionieren nur dann nicht, wenn so ein Clash-Turnier ist. Aber das haben sie mittlerweile auch in den Griff bekommen eigentlich. Indem sie einfach die Zeiten angepasst haben, dass nicht alle Tiers gleichzeitig starten, sondern du je Tier halt so eine gewisse Zeit kriegst, wo du starten kannst. 28 Tage, junge Nubis. Hast du ein Leben noch? Ja, es ist in Arc. Ich habe mein Leben in Arc gespendet. Meine Seele gehört jetzt Arc. Dreckspiel, nein. Wollen wir sagen, so Dreckspiel und dann 28 Tage, Nubis? Mein Beileid. Such dir ein neues Spiel. Hast du eigentlich gerade den Offizier gespielt und es damit ausprobiert? Nee, noch nicht. Na, jetzt bin ich schon wieder hier hinten gespawnt. Es geht aber auch bei mir beim Angriff. Warte mal. Nimm zum First Person. Optionen, Steuerung. Alter, meine Knie tun schon wieder so weh, ne? Ey, das ist im Moment so uncool. Okay, kann man die Steuerung nicht ändern? Hey. Safe kannst du die ändern irgendwo. Tastenbelegung, ach da. Junge! Junge! Kommt einfach so ein Klon auf mich drauf gesprungen. Feuern, zoomen. Nahkampf. Okay. Kamera. C. First Person. Hä? Ist bei mir auch auf C, aber... Vielleicht geht's auch mit dem Infiltrator nicht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Klonkrieger ausgewählt habe... Schau, ich drück C und der macht nur den hier. Das ist halt kein... Ja, du bist ja auch kein... Du bist ja jetzt gerade... Bist du kein normaler Angriff oder Offizier so. Ich kann's jetzt gerade auch nicht, weil ich bin gerade auch so ein Special Dude. Okay. Dann probiere ich das dann nochmal aus. Schade, dass es nicht einfach immer geht. Ja, aber wie willst du mit Akimbo in First Person gehen, Junge? Ja, das geht schon. Ja, es geht, aber es muss nicht sein. Also bei Akimbo finde ich Third Person nicer. Das ist mir eigentlich wurscht. Ich finde auch Third Person voll geil. Ja. Ich hab's nur gerade rausgefunden, dachte mir, ich teile mal meine Erkenntnis. Ja, macht schon Sinn. Dachte mir, ich bin mal nett. Ich spiel noch einen Wipe lang, also noch ca. 100 Days. What the fuck. Du spielst noch die 100 Tage voll und dann hörst du auf, ne, Nubis? Perfekt. Aber für uns sieht es eigentlich gerade ganz gut aus, weil wir sind ja blau, ne? Ja. 70%. Ja, Mann. Und wir nehmen gerade noch was ein. Ja, aber wir verlieren auch wieder gerade welche.
Oh, da kommen ich sie, glaub, Alter. Das ist halt so ein... Oh, da wollte ich nicht hin. Ui. Langsam hast du den Bogen aus. 500 Credits. Geil, ich krieg Credits, mit denen ich nichts anfangen kann. Geil. Ja, ich dachte, wir wollen auch. Beste. Ich hab gleich wieder eine Rakete. Kann ich aufs Ding da ballern. Im Flug getötet, ey. Nein! Er hat mich einfach gewürgt. Ja. Ja, ich bin nicht tot, ne? 28 Tage Spielzeit. Uiuiui, boy. Bitte überdenken Sie das. Komm, verpiss dich doch. Ach Mann, Darth Maul, hör doch auf. Darth Maul, halt's Maul! Mann! So, jetzt probier's mal mit dem Offizier. Das ging aber bei mir letztens auch nicht. Nö, geht nicht. Okay, weird. Komisch, ich drück C und er macht nur diesen hier. Hä? Ich seh's nicht. Komisch. Ich hab deinen Stream ja nur im Hintergrund. Es würde mich jetzt schon interessieren, wie man in First Person geht. Bei mir geht's halt, ne? Also... Oh nice, kann ich was gebaut. Großartig, wir drängen sie zurück. Das höre ich gern, dass wir jetzt. Autsch! Alt F5, ja, genau, Lul. Nicht Alt F4, vielleicht. Mach mal Alt F4, das funktioniert. Ja, das funktioniert ganz bestimmt. Ich starte neben meinem Toxic League. Hey, Nubis, welche Rollen spielst du? Toxic League. Ich bin ganz ehrlich, League ist. In dem Zug nicht mehr toxic, wenn du das halt einfach nicht mehr an dich rankommen lässt. Ich sage nicht, dass ich das nicht auch schaffe, das an mich rankommen lassen, was Leute da schreiben oder so. Mensch! Aber sobald du das halt nicht mehr an dich rankommen lässt, das ist halt nicht. Die Burger haben übel gut geschmeckt, Zippy. Zippy! Deswegen sage ich ja, Zippy, ich bin genauso ein Spacko, was das angeht. Moriturus. Aber wenn man es nicht mehr an sich ranlässt, ist es auch nicht mehr toxic. Aber ich kann das halt noch nicht. Ich kann das noch nicht. Das ist halt einfach eine Fähigkeit, die ich nicht besitze. Ja, kann man aber, ist halt Einstellungssache, ne? Ja, ich bin halt, was League angeht. Ja, es triggert halt viel, ne? Ich bin sehr aufbrausend und in League dann halt auch noch. Also, im echten Leben habe ich es mittlerweile unter Kontrolle, so immer aufbrausend zu sein. League so. Mein Support is holding me back! Aua. Also es ist einfach bei so weit bin ich nie gegangen, dass ich meine Tastaturen oder irgendwas kaputt gehauen habe. Wie eher hau ich meine Hand kaputt wie InScope. Ne, beste. Ja, ey, das Ding ist, da bin ich so ein kleiner Schwabe dann. Weil ich denke mir immer so, fuck. Why kann ich die Qualität nicht ändern? Weiß ich nicht. Na. Weil du nicht half warst. Wird ausgelost von Twitch. Du hast heute kein Los gekriegt. Twitch ist lost. Maximal lost. Ja, Zippy, ich mache ja keinen Mannschaftssport. Ich bin ja Einzelkämpfer. Also ich tilte wegen mir selber dann. Ich tilte dann und denke mir so, fickt euch. Kleinen Hupensöhne, wieso bin ich so langsam geschwommen? Teamsport ist toxic, ja. Das, ich weiß, dass das so ist. Ist halt vorbei. Achso, dass ausgelost wird, ja. Das ist... Ja. Außer man ist ein großer Streamer. Also, beziehungsweise dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher. Wenn du Partner bist, ist es vorbei mit ausgelost. Ja, ja. Aber als Affiliate und so. Oh, als ob ich mit der Granate jemanden so präzise getroffen habe. Wie noch nie, Digga. Alter Schwede. Sollte ich mal aufhören, so zu bewegen, wie so ein. Digga. So ein Autist springt er da rum. Ja, darf Maul, nee. Gar keinen Bock drauf. Ja, nee. Nehmt euch in Acht. So. Ich habe noch nie so ein Fahrzeug ausgewählt. Was macht denn das?
Kann ich jetzt... Lol, als ob ich jetzt hier damit durch die Gegend düsen kann. Cool, ich habe 15 Kristalle gekriegt. Yay! Wieder Währung, mit der ich nichts anfangen kann. Yay! Hey, ich kann jetzt damit ist einfach denn jemand? Ja, das war dumm. Fahren, weg. Kann ich mir nicht mehr Chewie werden. Das ist ja dämlich. Verlieren wir gerade? Nee. Nein, wir gewinnen es gerade damit. Tatsächlich. Das ist auch mal so ein AT-AT sein. Bestimmt lustig. Ich probiere einfach alles ständig aus. Ja. Ja, er springt. Rückzug, das war nicht lustig. Ja, ich hab ihn wenigstens. Aber Offizier ist irgendwie immer noch am nice. Ja, Mann. Sehr präzise. Der List ist auch geil. Schwer finde ich auch geil. Es kommt drauf an, die Mischung macht's. Ja, kommt halt auch auf die Map drauf an, dann, ne? Ja. Mache Granate, Scheiße. Haben die Kontrolle über Kommandoposten Dorn übernommen. Alter, wieso tun mir meine Knie schon wieder so weh? Never mind, das mach ich grell. Ja, aus der Entfernung. Alter, wie viel hat denn der jetzt ausgehalten? Aber das ist so eine Map, wo ich irgendwie nicht, ich probier jetzt den Akimbo-Dude aus, wo ich nicht Spezialist spielen will, weil irgendwie sehe ich die Dudes hier nicht so auf die Ferne. Probier's gerade aus. Au, au, au. Online. Wir übernehmen Kommandoposten. Nee, ja. Fühle ich irgendwie nicht so. Ah, leck, ey. Ein Jet-Truppler, den fühle ich. Krell-Mod ist witzig, wenn ihr denkt, Maul ist schwer. Krell hat zwei Doppelsichtschwerter. Ja, das hab ich auch schon. Hab ich auch schon gemerkt. Cool. Darth Maul ist hier. Also Surfer bei mir läuft es flüssig, wenn ich mir Dings zuschaue. Au. Bei mir auch. Und ich habe sogar noch das Spiel nebenbei offen, also. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja jetzt auch nicht, jo, aber. Alles flüssig, was, bei mir auch. Sam Zippy, läuft es bei dir flüssig oder nicht? Wir haben gewonnen, oder? Einsatzziel, Transportsteigen und Bonus 2 zahlen. Alles flüssig bei mir. Au, 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 au. Wo, wo, wo? Ach da. Zeig dich. Rein in den Transporter. Ach da. Ich tarne mich. Hey, komm doch mal her, hier. Wie komme ich da rauf? Wo ist er hin? Steht nicht blöd rum, sondern steigt in diese TFATs. Hey, wie strange, wo ist er hin? Save 180p auf 32 Zoll, 2K ist halt Acer, besonders 30 FPS Stream ist es. Perfekt. Count Doku ist hier. Macht euch bereit, wir fliegen zum Dreadnought. Sind sie denn schon wieder alle? Ach da. Ah ja, okay. Schon vorbei, egal. Wir wurden nicht mitgenommen, Mann, wir wurden zurückgelassen. Perfekt. Perfekt. Mann, wir müssen jetzt auf diesem Planeten überleben, Erwin. Perfekt. Wie machen wir das? Bestellen wir uns Burger? Ja, ganz bestimmt. Auf geht's. Entschuldigung, liefern Sie auf den Planeten? Nur bis 21 Uhr. Sobald ihr festen Boden unter den Füßen habt, müsst ihr diese Ziele finden und mit allem angreifen, was ihr habt. Also man merkt, dass du das Game nicht auf 60 FPS streamen kannst, aber sonst in Ordnung. Ja, das ist halt. Das ist halt leider so. Ja, hast du eigentlich meine Sprachmemo gehört vorhin? Die übersteuerte oder hast du mir dann noch eine geschickt? Was hast du für eine Graka? Ich habe eine 1070 Ti. Schmutz. Also, es läuft bei mir auf. Ey, was ist denn das jetzt? Ich schieße ihm einfach, weil. Weißt du, wenn der Lichtschwerter. Hat und so, ne? Ich schieße ihm einfach eine Rakete ins Gesicht. Oh shit, die Map habe ich auch noch nicht gespielt. Ja. Wir haben mit der Eroberung des Einsatzziels begonnen. Okay, ein Feuer darf ich nicht.
Warte mal, ich gehe mal kurz Einstellungen gucken. Das könnte es sein, dass es weniger als 60 FPS sind, aber in 60 ausgibst und das als Lagging empfinde. Ja, kann sein. Das ist aber flüssig. So, Optionen, Steuerung, Tastenbelegung. Es steht Kamera umschalten. Ist C. Ja, aber. Ah, jetzt geht's auf einmal. Hm? Jetzt geht's auf einmal. Lol. Ich hab's auf C gelegt. Ich hab Kasten Key einfach genutzt. Es ist, ja. Das schaut ja lustig aus. Ich finde es voll nice auch im First-Person so. Schaut lustig aus, ja. Alter, wenn man halt so sich ein Video von Johnny anschaut und er verliert einfach nur 6 LP. Ich will auch. Also ich kann so auf jeden Fall besser spielen. Mit was? First Person. Aber es ist halt Gewohnheit, ne? Ja. Da ich schon viele Spiele auch in Third Person gespielt habe, ist mir das eigentlich immer relativ egal. Ja, mir eigentlich auch. Also GTA zum Beispiel oder so. Hier brauchst du eine höhere MMR. Ja, krieg ich nicht, wenn ich mit so Intern wie dir spiele. Lul. Was? Tippi, ich hab die. Oh, lecke! Hat er es mir richtig gegeben? Warte, ich habe einfach schon 43 Eliminierungen. Alter Schwede. Gönnung! Wo muss ich mir hin? Ja. Das ist cool. Wir greifen das Ziel an. Ja, ich bin schon abgestiegen. Zippy, ich bin schon nur noch Bronze 2. Richtig ätzend. Aber das Ding ist halt, ich spiele einen ultra guten Maokai als Support. Das ist eine ultra gute Runde. Finde ich generell gut. Eis-CP. Ich will dich doch nur ärgern. Aber mein Team einfach so. Das kann ich mehr. Ich muss Knöpfe drücken, um zu gewinnen. Boah, ich bin runtergefallen. So, ne? Ich meine, gut, Maokai ist jetzt nicht schwer zu spielen. Anscheinend hat sich das Erzkörpergestell Grievous dem Kampf angeschlossen. Kann halt auch nicht alles alleine machen. Ich hatte auch mit Abstand, fühle deinen Schmerz. Ja, Mann, der Schmerz ist real. Was jetzt los? Sieg! Das war eine kurze Runde. Nice. Als ob wir in so mitten ins Game reinjoinen. Das wird den Klappergestellen gar nicht gefallen. Und dann. Ja, High Mechanic Yasuo. Ich habe halt keine Ahnung, wovon ihr redet, ne? Ist okay. Ist okay. Ja, weißt du? Und dann spiele ich fucking nochmal ADC und mein Supporter rennt mich einfach fucking nochmal runter. Ich beende mal ganz kurz, weil ich wollte kurz meine Aufgabe da mal kurz abchecken. Ja. Ich müsste ja jetzt theoretisch weiß freigeschalten haben. Weiß. Deswegen werde ich Yasuo auch niemals spielen. Alter, ich habe Balken für 4 Belohnungen gerade freigeschaltet. Schalte den Feind in Angriff, 10 Gegner besiegen. Das Kampfszenario radiert sie aus, abschließen. 5 Runden sternjäger Angriff abschließen, ah ja. Ich habe hier sau viel zum Anpassen, aber ich habe gar keinen Bock, alles durchzugehen. Same. Ich habe eine neue schwere Waffe, die probiere ich dann mal aus. Ich bin gespannt, aus. Wie das morgen wird, ne? Mit VfL-Fan unten mit dem Patrick. Wird geladen. Achso, was ich mal kurz noch checken wollte. Bei Grafik. Was gibt's denn da noch? Ja, Patrick ist ein guter Supporter, aber ich bin halt jetzt nicht so ein erfahrener ADC, aber das wird schon, denke ich. Wenn ich einen guten Supporter habe, bin ich auch ein guter ADC eigentlich. Aktiviere oder deaktiviere die Unterstützung der High Dynamic Range hoher Dynamikumfang.
Was ist denn High Dynamic Range? HDR, High Dynamic, wie erklärt man das? HDR. Alter, ich sehe mich nicht auf der Mitte, Zippy. Vergiss es. Ich spiele definitiv nicht Mitte. Ich gehe ADC. Ich habe gesagt, ich gehe ADC, also gehe ich ADC. Lol, Alter, die Mitte musst du schon enden, ey. Bewegungsschärfe. Ach, das kann man sogar ausschalten. Ich dachte, das wäre so. Lol, dann mache ich aus, ey. Niedrig, mittel, hoch, ultra. Was ist denn Auto? Mittel, mittel, mittel. Ach, das ist auch noch mittel. Das schaut halt auf mittel schon mega gut aus. Lol. Ich habe auch nur mittel. Dunkle Bereiche werden heller gemacht. Ach, ah, okay, dann habe ich mir das schon richtig gedacht. Das ist... Ich mach erstmal alles auf hoch, Mann. Ich kenn da nix. Ja, ich muss halt streamen und wenn die... Ja. Das ist halt... Das ist ja was anderes, ne? Bei Shootern kannst du sehr viel ausstellen. Ja. Ja, ich finde aber auch bei League kannst du zum Beispiel schon sau viel einstellen, ausstellen, wie auch also, immer du das möchtest. Das Sichtfeld mache ich ein bisschen höher auf 60. Ich finde es eigentlich ganz optimal, aber ich mache es jetzt ein bisschen höher. Erwin? Ja? Zippy meint, du sollst bei OBS mal 30 FPS Caps versuchen. 30 FPS Caps, kann ich das on the fly einstellen? Ich denke schon. Stream, Ausgabe. Müsstest du eigentlich können. Video. Nee, kann ich nicht. Oh. Videoausgabe ist derzeit aktiv. Nee, kann ich nicht. Muss man für morgen was schon mal gucken. Das kann ich später mal ausprobieren auf Stream. Aber, ja. Das Problem ist, wenn ich mein Licht hier aus habe und nur hinten meine Lichtbox an habe, wo Be Happy drin steht, kann man das nicht lesen. Weil es ja dann nur das Licht ist. Ja, das lasse ich mal an. Oh, mal hier. Benutzer definiert. Was haben wir denn? Textur-Dings. Lass mal das mal auf Mittel. Beschleunigungsqualität. Bestimmt die Qualität der Beleuchtung. Da. Mittel, Schattenqualität. Ja, komm. Scheiß auf Schattenqualität. Niedrig. Effektqualität. Mittel. 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 Geländequalität. Mittel. Gelände, Bootbedeckung. Mittel. Ich ging die und was hast du gespielt, Nubis? Das Game ein eigenes Benchmark. Umgebungsverdeckung. Keine Ahnung, was ich hier einstellen soll. Probieren wir mal. Soll ich das mal ausmachen? Ich habe gefragt, was du gespielt hast. Was denn? So. Umgebungsverdeckung. Nee, was war das? Das bin ich grad. Umgebungsverdeckung oder sowas. Ja. Aus. Bestimmt die Qualität und Methode der Umgebungsverdeckung. Ich mache das auch. Ja, ausmachen. Ja, lass mal ausprobieren. Sind wir noch in einer Party? Ja. Ich finde das so unübersichtlich, dass das hier so nicht so richtig angezeigt wird. Ach so, scheiße, nein. Wenn man was nicht weiß, am besten aus. I don't know what this is, so I'm gonna turn it off. Die Options haben Top-Beschreibungen. Kappa, ja, ist halt wirklich so. Das ist halt echt so heftig knapp gehalten. Ja, hä? Mehr brauchst du nicht, Kappa. Oh, lol, jetzt sind wir als Drohnen unterwegs. Ja, die habe ich noch nie gespielt. Hab gehört, die Hitbox ist kleiner. Ich sei ein wieder Offizier. God bless ist mit meiner 2080 Ti alles whatever. Ja, es ist. Die 1070 Ti ist krass gut, aber. Oh, ich hab eine 2060 drin, glaube ich. 2060 super oder so. Ja, es reicht zum Zocken, aber zum Zocken und Streamen ist manche Spiele nicht so optimal. Leider. Aber finde ich gar nicht so schlimm, weil ich zocke auch sehr selten am Computer. Immer auf der Xbox oder so. Weil das meiste, was ich zocke, ist Crossplay. Und
Ja. Jo. Die müssen mir jetzt sagen, ob das besser ist. I don't know. Xbox Held. Wenn eine Konsole, dann Xbox. Nicht PlayStation, nee. wie die Drohnen laufen. Das sieht so scheiße aus. Oh, leck. Nee, man kann jetzt den da spielen. Ah, geil, das wollte ich schon ewig machen. Hm? Nee, diese rollenden Viecher. Ja, Mann. Das kenne ich von der PlayStation 2. Durch die Gegend. Das kennt man halt von der PlayStation 2 halt. Ich habe ein Schwert auf dem Rücken. Oh shit. Zurück. Oh, da dürfen wir nicht hin. Nein, Entschuldigung, da dürfen wir nicht hin. Xbox, PlayStation, alle Müll, alle damit einverstanden? Ja, perfekt. Ah ja, beste. Ah. Alle tot? Perfekt. Ist es jetzt im Stream besser? I don't know, ich kann es gerade nicht sehen. I don't know and I don't care. Was? Ey, Erwin, wenn du morgen einschaltest bei mir, dann kannst du bestimmt was lernen, Kappa. Dann kann ich sogar was lernen. Ja. Vielleicht spiele ich nebenbei dann auch League und lerne dabei was. Ja. Stehst du da? Please, Pia, ich verstehe das nicht. Wieso hast du das jetzt so gemacht? Ich habe das auch so gemacht und es hat nicht funktioniert. Erwin, du bist einfach nicht gut genug. Wahrscheinlich, oder? Jawoll! Lass dir das Game nicht von Pia beibringen. Lass dir das Game aber auch nicht von Sippy beibringen. Genauso okay. Großer Plepp wie ich. Ja, Mann! Vierer-Kill-Serie, beste. Trust me, I'm an engineer. Hab ich nur gehört. Gehen da ab, ey. Wir pushen die ja richtig. Ja, Mann. Voran ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Alter, die Map sieht so ein bisschen Terminator-Style-mäßig aus. Die ist übel geil. Alter, wie alle hier so stehen. Alter, ich sehe gar nichts. Wen soll ich hier denn abschießen? Au, 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 au. Sippy, ich hab Kappa gesagt. Ich sehe niemanden. Hallo. Oh, hier ist nicht so gut als Offizier. Hier sehe ich nichts. Komm her. Die Gegner. Yes! Einfach pushen! Wenn da nix. Den, oh. Dann holst du halt über Origin. Du musst halt nur zahlen. Hey, Jum! Einfach Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Das sind aber 90 GB, ne? Also. Was? Wer sagt? Ein bisschen Platz auf der PC. Zippy will auch raus? Er meinte, wenn er Dings nicht so aufkommt, dann kosten würde, würde er sich so in Epic. Ist doch kostenlos bei Epic? Ja, aber er mag keinen Epic. Ja, mein Gott halt. Deswegen will er sich nicht über Epic holen. Bin's voll in Ordnung. Ja, also. Was soll man denn dagegen haben? Die machen doch auch nur. Also, die machen schon gutes Zeug, finde ich. Ja.
halt irgendwie ultra unnötig, noch einen Client zu machen, quasi. Also Steam und so haben eigentlich schon gereicht. Joa, er hat mir voll gegeben, Alter. Soll doch nicht die ganze Zeit sterben, mein Junge. Oh, mir fehlt halt nicht mehr viel. Ach komm. Ich starte direkt bei dir. Also ich finde legit First Person auch sehr geil. Ja. Sehr geil. Also, ouch. Das hat wehgetan. Aber hey, ich kann Darth Vader nehmen, wenn er frei ist. Den will ich auch mal spielen. Der läuft hier gerade rum. Ich kann Darth Maul nehmen. Darth Maul, ich weiß aber nichts, ist manchmal, wenn du Spiele gerade ist, ja. Ja, also ich find's auch geil, dass die oft mal so Spiele einfach gratis raushauen. Also sowas wie das da jetzt, finde ich mega. Darth, ich beschütze dich nicht. Ich bin hier, mit schweren Klasse. Ich komm wieder. Können Sie mal kurz aus dem Kampf rausgehen, dass ich da bei Ihnen spawnen kann? Kommen Sie? Ja, bin da. Maschallah. Meine beste Freundin hat heute Ramen selber gemacht. Ich nur so, kann sie mir die auch mal machen? Nein! Als ob die mich bekommen haben. Ich habe einen Kill gemacht oder so. Echt? Ah, furchtbar. Das war jetzt richtig schlecht einfach. Das war jetzt einfach... Ah. Boah, da könnt... Ah, nee. 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 Oh, hinter mir war Rady. Ah, da kommt die da mit ihrem Laserschwert Alter, meine Knie tun schon wieder weh. Mensch, was machst du mit deinen Knien? Die sind halt kaputt. Kaputt. Und in letzter Zeit einfach nur so. Wo ich das hier so sehe, ich müsste voll... Force. Ach, Force Unleashed. Ah, das habe ich so gezuchtet damals. Das habe ich auf Xbox irgendwo mal geschenkt bekommen und das war so gut. Das hat mir so gefallen damals. Sind wir hier richtig? Müssen wir hier rein? Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, sind wir hier richtig? Die Türen gehen irgendwie nicht auf. Hallo. Ja, müssen wir erst hier sichern, ne? Aua. Ja, Erwin, meine Knie sind von Geburt an kaputt, deswegen... Oh, das ist natürlich nicht so geil. Ja, deswegen tun wir jetzt halt mal wieder weh, weil ich meine, komm, wir haben dir jetzt ein paar Monate Ruhe gegönnt. Achso, bin schon den ganzen Abend dabei, neue Alerts und so weiter zu stellen. Wird wild? Maschallah. Wenn Erwin nicht weiß, was er sagen soll. Maschallah. Naja, was soll ich da schon so... Ist doch geil, also... Ey, jetzt hat er die Tür wieder zugemacht, so ein Arsch. Kann bei dir immer ständig nicht starten, Mensch. Immer ja. Bist du tot, Pia. Was soll das? Sorry, ich will doch nur Palpatine sein. Bitte lass mich Palpatine sein. Ich warte jetzt, bis ich Palpatine sein kann. Immer werde ich von hinten angegriffen. Kommt schon. Ich bin der Imperator. Das ist actually ganz nice. Da rein, da einfach reinballern. Jawohl, genau so. Cheat. Chili Martini. Ja, ich hab... wirft eine Granate oder so. Ja, Zippy, ich darf auch nur Schwimmen als Sport machen. Hab sogar einen Sound Alert selber aufgenommen. Es ist kein Röps, lol. Ich wollte schon gerade sagen. Null. Nice, nice, nice. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist es Cartman oder so. Sehr
Darauf kommst du nie, for real. Selbst da ist sobald auf Leistung. Ja, aber das Lustige ist, also ich finde, Schwimmen geht bei mir zum Beispiel so gar nicht auf die Knie. Bis auf Brustschwimmen, aber Brustschwimmen mache ich nicht. Also ich bin halt keine Brustschwimmerin, deswegen ist es da mir wurscht. Muss ich sagen. Wo kommen denn da jetzt die Gegner? Ich bin eine Rückenschwimmerin. Wir müssen da auch mal über Brücken zum Fissionskern. Okay. Ich bin eine Palpatine. Folgen Sie der Palpatine. Was, Poggers? Ja, ich bin gespannt. Ich kann auch schwimmen. Rücken und Delfin. Ja, Delfin muss ich gezwungenermaßen auch immer schwimmen. Weil mein Trainer meint, oh komm, Pia. Wir haben niemand anders für Delfin schwimmen, nicht? Machst du das jetzt mal? Perfekt. So, ich war glücklich. Ich schwimme gar nicht. Wenn ich im Wasser nicht stehen kann, dann überleben. Was? Hä, Kim? Wenn du im Wasser nicht stehen kannst, dann überlebst du. Also wenn du im Wasser stehen kannst, überlebst du nicht. Kimi lebt. Kimi so. Oh, ich gehe einen Schritt. Mann, ey. Pia, kann ich jetzt wenigstens bei dir spawnen? Nee, du bist auch dead. Jetzt kann du bei mir spawnen. So. Ja, da ist es schon geil, ne? Ich habe halt 1,70 Spannweite. Ich bin genau hinter dir. Run, boy. This one is not good for you. Run, boy. Yes. Ich zappel deine Bewegung. Hey, Kimi. Weißt du, wie sehr ich Schwimmen einfach vermisse, Mann? Ich werde so un... Ich werde so schlecht gelaunt, weil ich nicht schwimmen kann. Einfach. Ah, leck, ey. Die sind, der Tippi ist riesig. Die sind gut drauf, ey. Deswegen hat er so eine Spannweite. Je nach See kannst du schwimmen. Ey, Nimi, das kannst du nicht groß nennen. Je nach See kannst du schwimmen. Ja, ich habe keinen See. Ich bin 1,55 groß. Also ich finde es jetzt schon ein bisschen frech von Kimi, dass sie das groß nennt. Ich bin 1,55 klein. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. What the fuck? Heftig. 1,97! Alter. Zippy ist wirklich ein Riese. Ich habe ihn zwar noch nie persönlich getroffen, aber ich weiß das, weil er mir das erzählt hat. Was? Und ich denke mir einfach nur so. Well. Hat Surfer bei mir eigentlich schon. Ich mag schwimmen, nur chill lieber gern im Whirlpool. Lass mich. Ja, okay. Läuft es jetzt eigentlich relativ. Also flüssiger als vorher? Oder macht es einen Unterschied? I don't know. 1,73. Jay, du bist nur voll wenig größer als ich. Angriff? Irgendwie haben wir wieder nicht auf die Spielmodus geschaut, kann es sein? Ja. So, gar nicht? Ja. So, ja dann... Was spielen wir denn jetzt? Spezialist? Ich weiß nicht mal, auf welcher Map. Ich weiß auch nicht, ich bin ein Offizier. Ja, 10 cm Höhe. Oh, Jay, ich muss dir später ein Bild schicken von meinen Heels. Geht so. Wunderschöne Grüße auch, die ist ja süß, die Kimi. Kim so. Erwin, ich komm da oben nicht ran an den Schrank. Warte, heute hat sie mich erst gerufen. Was sollte ich da holen? Ach, Glühbirnen. Erwin! Ich merke schon, Kim, deswegen. Da draußen kämpfen Truppler für unser Zuhause. Mittel zum Zweck. Du wirst nur ausgenutzt, Erwin. Pass auf. Alter, wie viele hier losrennen? Was geht denn hier? Neben 2,16 ist ja Kim einfach non-existent. Bruder, steh auf, mitkämpfen. Steh auf, Junge. Digga, liegen die hier einfach rum. Schau mal, was schläft der hier so auf dem Bauch? Hallo? Erwin, beweg dein Arsch jetzt. Ja, ich komme. Alter, bist du schon weit vorne. Ich bin mitgerannt mit dem Fluss. Nee, ich nicht. Ich hab begutachtet schon wieder. Und ich hab einen Sniper dabei.
Why though? Because das wird jetzt mega nice. Ich denke mir jedes Mal wieder, wenn ich Kim sehe, Alter, Kim, bist du klein? Zippy, komm her, dann können wir das regeln, aber natürlich erst nach Corona, Schmaune, Bohne. Granate! Oh, Lenke! Ich will jetzt eigentlich jetzt mal neben Kim stehen. Bin nur 40 cm größer. Ist schon ein großes Stück auf jeden Fall. Ein bisschen was, ne? Ein bisschen was. Es würde dann auch schauen, wie dieses Foto von dem größten und dem kleinsten Menschen ja. Wird. Oh, eine Freundin von mir ist knapp unter 1,50, glaube ich, und ihr Freund ist auch so Zippis Größe. Wie groß bist denn du eigentlich, Erwin? Ich bin 1,77, also oder 1,80 vielleicht sogar schon. Perfekte Modelgröße, wenn auch eine Frau wäre. Schon lange nicht mehr gemessen. So circa 1,80. Mehr oder weniger. Ein paar Zentimeter. Ich mach was ich größer. Ich bin groß, ja. Ich bin groß. Warte, 1,80. Ah, nee, 1,90. Nee, 2 Meter. Alle 5 Minuten werde ich größer. Ich hab 1,70. Also ich bin 1,70. Ich habe zu die 1,70 geschafft und danach war vorbei. Ich komme auf jeden Fall in Pias Küche nicht durch. Ja, in meiner Küche ist so ein Balken und der hat halt, der ist, ich würde sagen, 2 cm höher als ich groß bin, also ist er so 1,72 hoch. Ja, wir müssen den Kopf einziehen, wenn er da lang läuft und das müssen viele, die ich kenne. Aber für mich ist halt perfekt, ne? Ja. Die rasten einfach komplett aus. Was? Sie haben mich tatsächlich mal aus dem Game getötet? Was? Wieso? Oh, jetzt hätte ich die Sniper wieder gebraucht. Ach Mensch, ich gehe mich jetzt einfach töten. Oh, die kann man ja gar nicht runterfahren. Same, same. Hier. Ah, lol. So, Sniper. Und dann kommst du so. Hallo, Ibims. Ich habe jetzt mal die 1,97 Minion. Bist du. Also, seid ihr wirklich verwandt so? Das gibt's doch nicht. Was hat mich denn jetzt gekillt? Irgendein Raumschiff, Alter. Man denkt, die haben irgendwelchen. Komm schon. Aua. Ey, ich sehe sie einfach legit nicht. Wie könnte man den Balken in Piers Küche einfach Limbo spielen? Alul. True that. Hol mir was zu pressen, alright, Surfer. Essen. Essen! Ich könnte legit auch was essen. Ich will. Funken. Ja, moin, Zippy. Bist du ein bisschen groß, ne? Ja, er macht. Kim, ich will Pfannkuchen. Er macht uns einfach alle platt. Ja. Und ich stehe nicht gerade. Pia, schau Discord. Ja, hab ich. Ja. I ate this one. I was a brav Pia. Was verpasst? Doch. Du hast verpasst, dass wir uns alle gestanden haben, wie groß oder klein wir doch sind. Zippy hält bis jetzt den Rekord mit 1,97. Kannst du den brechen? Du bist los. Du hast jetzt deine Chance zu scheinen. Der Kopfgeldjäger-Boss hat sich gerade dem Gegner angeschlossen. Oder war der Rest, was du jetzt auch schon. Ah. Oh, Kimmy, ich hab halt klar. Oder wobei, ich müsste eigentlich alles da haben. Hau das Bild von meinem Bruder und mir in den Discord. Ja, Zippy macht das. Let's go, let's go. Nee, ich mol Noobies. Ich bin genau hinter dir. Komm schon. Hallo. Kimi. Komm, ich morgen bin ich vorbeigefahren, nur für Pfannkuchen. Nee.
Pfannkuchen, Bestie. Wäre schon geil, Alter. Was ist denn hier? Das ist übrigens Feier. Oh shit, ey. Ja, zieh die Füße selber rein, ich muss auf Zirken. Und ich glaube, das wird tatsächlich meine letzte Runde erstmal. Alright, alright. Weil. Ich chill dann auch erstmal kurz und hol mir dann erstmal ein Glas von dem, was ich vorhin hatte. Ja, komm schon! Ja, von mich da. Hallo, wo ist das Bild? Auf Piers Discord, glaube ich, oder? Auf meinem? Nee, Piers. Auf meinem. Ja, Zibi, ich muss gerade hier. Ich muss gerade hier Klone töten. Klone, Drohnen töten. Die Drohnen müssen sterben. Aber ich habe halt keinen Plan, wo wir gerade hin müssen. Same. Umkämpft. Hä? Wo bin ich? Irgendwie hier so. Au! Kirschebilder. Also doch auf Erwins Discord. Oh Junge, hör doch auf, mich von da hinten ab. Und die Kirschebilder. Weil ich merke halt gerade auch, wie ich unkonzentriert werde in dem Spiel. Ja. Und die ganze Zeit eigentlich nur noch sterbe. Ich würde irgendeinen von denen hier gerne spielen, aber die sind alle noch zu viele im Spiel. Warte jetzt kurz. Uff. Kleine Kugel ist auch cool. Macht auch mega Spaß. Ja, die kleine Kugel ist super lustig. Die ist also legit mega funny einfach. Ja, ich spiele die Kugel. Du rollst einfach die ganze Zeit durch die Gegend. Und dann... Hallo! Hui! Psst, psst. Psst, psst. Ui. Ui, guck. Ich hab'n Kill, yay. Ich hab jetzt erst verstanden, dass man so irgendwie bei dem Abklingen oder so das ist das Special Scheiß Ui. Quasi holen kann, so Stats. Uii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 i
Wie bei einer G-Klasse. Kannst du da drüber schauen? Oh. Ich weiß nämlich nicht, wie hoch eine G-Klasse gerade ist. Ich habe auch keine Ahnung. Hm. Ist ja relativ hoch, aber dann ist sie über 2 Meter hoch. Über 2? Nee. Oder doch? Ich weiß es nicht. Dann leg doch einen Euro daneben auf den Boden. Geh mal, Lars, heute ein Clown gefrühstückt oder was? Safe, damit ich etwas zum Vergleichen habe, das ich kenne, Lul. Kim kennt nur einen Euro. Kim. Ja, irgendwie. Perfekt. Wow, wow, wow. Ich glaube, halt eine Shit die ganze Zeit. Au! Ich hab. Ich, ja, woher hat er mich denn. Also. What? Was? Pia kommt drauf an, welche G-Klasse. Die normale halt eigentlich, ne? Also die Suzuki G-Klasse. Okay, mit dem Spezialisten. Also mit den. Actually mit den. Anderen Dudes geht es wirklich nicht. First Person. Hm? Mit den Helden und so. Oh, ja, ja. Die Kalbschmiede. Palpatine! Der Palpatine einfach auf Level 32. Ich identifizierter Feind. Das ist kein Droide. Was ist los? Er snipt mich weg. Das Spiel ist ja voll klein, nice. Was lädt er sich denn jetzt? Nubis, was lädst du dir denn jetzt runter? Ja, die Standard-Mercedes G-Klasse meinte ich auch eigentlich. Also wenn wir... Was meinst du, das ist jetzt irgendwie nicht so? Seh schon wieder jemanden. Ja, über einen Unimog. Über einen Unimog wird klar. Also wenn du über einen Unimog drüber schauen kannst, dann ist auch...
Hab nur geguckt, wie groß Star Wars Battlefront ist. Das sind 90 GB, Nubis. Sind 90 GB, ja. Achso, aber... Das ist jetzt nicht so klein. Auf Epic Games steht tatsächlich 60, ich weiß nicht wieso. Ich war auch am Anfang, war ich auch so. Vergessen. Ja, ist echt so. Und die 30 GB, die brauchen wir nicht. Und einfach weg. Unbekannter feindlicher Anführer im Einsatzgebiet. Ach, 208 GB. Wer? Was? Ach, Ark, oh Gottes Willen. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich finde halt Star Wars Battlefront 2 schaut optisch und so halt krass gut aus und ich kann. Lol, du bist Yoda. Meister Yoda ist hier. Kann nicht nachvollziehen, warum das so klein ist. Die Maps sind halt auch riesig. Und es sind echt viele halt. Es gibt halt gefühlt mehr Content als bei Call of Duty so. Komm schon. Die rennen die ganze Zeit weg, ey. Zert. Was war das denn? Wurde geblendet von irgendwas. Warte. Der Spot ist actually echt nice. Komm nicht rüber, oder? Ich habe mich gerade selber umgebracht. Wir müssen besser werden. Verstärkung ist unterwegs, aber sie ist nicht rechtzeitig da, wenn wir nicht durchhalten. Rückzug in die Anlage. Los! Ja, wie lange hast du denn gebraucht, um die 208 GB runterzuladen? Wow, wow, zurückziehen. Wenn wir hier verlieren. Hierher zurückziehen. Nein, Darth Vader, geh weg von mir! War wild, das runterzuladen. Microsoft Flight Simulator Map ist 2 Pentabyte groß. What? Was? The fuck? Kann ich definitiv runterladen. Why so? Wow, da oben. Nein, Darth Vader und Darth Maul, oh mein Gott! Schwingen die da ihre Laserdinger zu zweit durch die Gegend, Alter. Laserschlongels. Ihre Schlongdong-Swongs. Jetzt habe ich auch einen Schlongdong-Wong. Schlongdong-Wong. Du bist Obi-Wan. Obi-Wan. Und ich sehe Gegner, Mashallah. Hallo, ouch. Ich bin instant tot. Danke. Danke für nichts. 4000 Point für den Arsch. Cool. Sie zeig mir mal jemanden, der 200 Terabyte. Ja. Hab ich. Ja, klar. Hab ich hier rumliegen. Hab ich hier im Keller. Ich hab nur alles im Keller. Ist halt wirklich so. Diesen Keller würde ich gern mal sehen. Ich muss ja. Du wolltest einfach letztes Mal ja nicht wegkommen im Keller. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Okay. Komm mit in meinen Keller, Bia. Komm mit. Komm in meinen Keller. Ah, da war wieder Spalpatine. Oh, Darth Maul und Darth Vader. Aua! Die tun weh. Hört auf. Die tun mir weh. Das finde ich nicht nett.
Ja, hat mich einfach gemessen.